Dies war Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der DIMS und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, hier ist der Detlev von Wake News Radio. Ich begrüße euch zu unserer heutigen Sendung hier am 16. August 2012. Ja, und wir wissen ja, dass 2012 so einiges noch los sein wird, ne? Und es ist ja eigentlich auch ständig irgendwas los, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich empfinde das als solches. Und klasse, dass ihr eingeschaltet habt, ja. Und wie ich das immer gerne mache am Anfang, ja, wir hatten hier gleich eingangs ein bisschen Einheitsmusik, ne? Einheits. Also mit Z, ne? Nicht Einheits mit TS, ne? Das ist eine unterschiedliche Paar Schuhe. Einheitsmusik, für alle, die ein bisschen Techno mögen, das ist nämlich der Themensong von Wakeness TV, Butters, mal voll ausgespielt. Sonst nutze ich da immer nur so Teile davon für meine Videos und so, ne? Okay, klasse, dass wir heute hier zusammensitzen, denn wir haben ein heißes Thema. Und dieses Thema ist natürlich insofern ganz aktuell, weil ja, in vielen Regionen, ja, vor allen Dingen denen wir hier leben, wir wissen das immer ein bisschen unterschiedlich vor geografischem Gebiet, ja, da gibt es da durchaus unterschiedliche Zeiten, wo das passiert, aber die Sklavenströme, ja, ziehen zurück aus ihren Feriengebieten. Ja, ich kam auf das Thema eigentlich, weil ich heute so einen Artikel gelesen habe, ne, am Vormittag, ne, über die Urlauber kehren zurück. Ne? Ich habe das jetzt anders formuliert. Ne? Wer das vielleicht schon gelesen haben sollte, ja, der weiß Bescheid, was ich meine. Denn ich habe das also ein bisschen anders formuliert, das mache ich immer gerne, ja. Ich habe einfach geschrieben, die Sklaven sind zurück aus den Ferien. Ne? Okay, und aus den Ferien, wie gesagt, kommen viele zurück und da habe ich so einen kurzen kleinen Einführungsartikel geschrieben, nämlich die heutige Sendung am 16.8. ab 16 Uhr bei Wake News Radio TV beschäftigt sich mit dem Phänomen der Kraft durch Freude. Programme, ne, die sich seit der Neuzeit explizit geprägt durch die entsprechenden Motivationsprogramme während des Dritten Reichs vermehrt überall durchgesetzt haben. Ne. Da von Dritten Reich haben viele was gelernt. Ne. Ganz viele von denen, die dort was zu sagen hatten, haben also ja alles aufgebaut ringsherum. Ne. Die EU und in den USA, ne, das Weltraumprogramm der NASA, Propaganda und so weiter. Aber ich will jetzt nicht, das ist nicht das Thema. So, und willig, also sind diese Sklaven, ohne nachzudenken, lassen sich diese Menschen in ein Sklavenprogramm hineinpressen, häufig pauschal, ne, oder Pauschalreise, ne, vielleicht, dass sie, ohne es auch nur ansatzweise zu hinterfragen, über sich ergehen lassen. Damit es den Sklaven auf Freigang ja nur nicht zu gut geht, sind entsprechende Hürden, Hindernisse und Drangsalierungen überall zu finden. Überteuerte Ferienorte, Reisen, schlechte Qualitäten von Unterkünften, Essen, Umwelt und Umgang. Baustellen, wo man hinsieht, Lug, Betrug, Nepperei, Raub und sogar Mord. Sind ständige Begleitung der Feriensklaven. Damit sie ja nicht auf den Geschmack kommen und nicht mehr in ihr Joch zurück wollen. Ja, Hinweis, Ausnahmen bestätigen die Regel. Sogar das All-Seeing Eye, ja, das allsehende Auge, übersetzt, fährt auf See gleich mit, wie man an den schönen großen Augensymbolen bei einigen dieser Kreuzfahrtschiffe, ja, immer leicht auch schon von außen erkennen kann. Ob an Bord, ob in den Verkehrsmitteln, ob in den Straßen, am Zoll, an den Sicherheitsschleusen, das Sklavenvieh wird überall und immer scharf kontrolliert und gegängelt, ne? Abgegrapscht, ne? Zum Beispiel, damit es sich ja nicht angewöhnt daran, dass es ohne Fesseln ist, ne? Wenn sie auf Freigang sind. Nun gibt's natürlich selbstverständlich auch die bekannten Ausnahmen oder solche, die meinen,
In ihren Ferien, in ihrem Urlaub gäbe es das nicht. Aber stimmt das auch? Jeder kann das leicht selbst überprüfen. Und ich habe da in diesem Artikel mal so ein paar Fragen angefangen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist die Seite mehr, die wird ja dann immer zu viel zu lang. Ne? Aber die Fragen kann ja jeder selber auch noch vielleicht dazu ergänzen oder gerne mir auch hier zusenden dann, die ihm noch zusätzlich anfallen. Während dieser Sendung, da kann man nämlich Infos, Kommentare, Ansichten gerne reinsenden unter radio@wakenews.net. Die Fragen, die ich jetzt hier schon mal formuliert hatte, da kann man dann leicht überprüfen. Wird man selbst überhaupt so gegängelt und so? Wurde ich während meiner Ferien irgendwo von Kameras, die offiziell installiert waren, gefilmt? B. Wurde ich an einer Grenze kontrolliert? C. Wurde ich am Körper untersucht? D. Musste ich irgendwo etwas ausziehen oder ablegen? Bei solchen Kontrollen. E. Wurden meine Koffer durchsucht, geröntgt? Eine Anmerkung, viele kriegen das gar nicht mit, ne? Weil die Koffer ja in einer anderen Sklavenschlange vorbeischlängeln. Ne? Okay. F. Musste ich irgendwo meine Personalien abgeben, hinterlegen, vorzeigen? G. Bin ich irgendwo von irgendwem, in Anführungszeichen offiziellen, belästigt, beraubt, gedemütigt worden? Und vieles mehr. Also wie gesagt, jeder darf den Fragenkatalog ergänzen und dann mir gerne entweder per E-Mail reinschicken oder bei dem Artikel hier bei mywakenews.wordpress.com, wo ich das heute veröffentlicht habe, auch gerne bei den Kommentaren reinschreiben. Ja, kein Thema. Und jetzt, die Feriensklaven sind wieder hier am Reintrudeln. Ne? Also es gibt natürlich auch welche, die fahren jetzt erst los. Ne? Das ist so mein genereller Eindruck. Eben weil jetzt vielerorts die Ferien zu Ende sind, ne? Die man den Sklaven gewährt. Also willkommen zurück im Sklavenparadies der NWO Matrix. Jetzt bitte alle wieder freiwillig die heimischen Fesseln anlegen und zurück ins Sklavenhamsterrad. Ja? Okay, also, ja, das fiel mir ein, als ich das dann so las heute da und dann die ganzen Fotos, ne, und dann alle waren sie irgendwie am Lächeln, manche eher ein bisschen gequält oder froh, endlich wieder die Fesseln hier vor Ort anlegen zu dürfen. Das ist immer relativ, ne? Ich jedenfalls kann mich noch ganz gut daran erinnern, wie das war, als ich selber mal Kind war. Ne? Also man freute sich auf nichts mehr als auf die Ferien. Ne? Weil da konnte man endlich diesem Joch der Schule, der Unterdrückung mal für ein paar Wochen entfliehen, wenn man Glück hatte. Ne? Es gab natürlich auch Leute, die sagten, du musst arbeiten, ne? Du musst hier deine Zensuren verbessern oder du musst dir Feriengeld hier verdienen oder du musst hier bei mir zu Hause hart anpacken. Und Ferien gibt's ja auch nicht überall. Das ist auch wieder so eine Sache, Kraft durch Freude. Darüber können wir ja mal im Laufe der Sendung auch so ein bisschen philosophieren. Ne? Wie ihr das seht. Okay. Ja. So, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in das heutige Thema. Entschuldigung. Das also heute auf uns zukommt und über das ich hier auch eben gerade im Zusammenhang mit der Matrix, in der wir uns befinden, gerne mit euch mal auch so auseinander dividieren möchte. Und natürlich gibt es eine Menge Neuigkeiten und Informationen, wie immer. Ne? Das geht ja hier stetig voran, die Dinge werden ja immer schlimmer. Ne? Hat man so den Eindruck, das wird immer verrückter. Und darüber haben wir ja schon die letzte Sendung auch gewaltig gesprochen. Und das hört nicht auf. Ne? Und die Matrix beschäftigt uns. Aber wir müssen eben immer irgendwie den Weg finden, auch außerhalb unserer eingeschränkten Matrix-Welt denken zu können. Und das ist ja das Schöne. Wir können alle denken. Wir haben alle Ideen. Wir haben, oder viele, ne, vielleicht nicht alle, aber viele haben auch Fantasie, ne, und können sich also da im Moment auch mal in eine andere Position versetzen. Aber ich gestehe, es gibt auch Menschen, Mitmenschen, ja, die ich auch persönlich kenne, die überhaupt keine Fantasie haben und sich überhaupt nicht vorstellen können, mal so Gedankenspiele zu machen und zu sagen, ja, wie wäre es denn, wenn? Ne? Und nein, das ist Quatsch. Realität ist das, was ich sehe, was hier ist und aus.
Ne? Okay, das nur so am Rande. Das wollte ich natürlich jetzt hier nicht, weil ich habe da schon ein paar Fragen dazu bekommen. Ich habe da noch schnell eine Information rausgegeben. Ab sofort mache ich keine simultanen Übertragungen mehr bei Orky Talk, wie ich das sonst immer gemacht habe. Und ich erkläre das auch, warum. Aus dem Grund wollte ich dann nur diejenigen, die vielleicht jetzt die Sendung dort nicht hören, da beruhigen. Also bei mir läuft die Sendung, ne? Bei wakenews.net, Wake News Radio oder überall da, wo ICRN und UWS Radio installiert sind, ne? Als Player oder so. Das haben ja einige auch bei sich auf ihren Seiten platziert. Das darf man auch ruhig, ne? Das ist kein Problem. Okay. Ja, also wie gesagt, der Grund war eigentlich folgender. Das ist auch eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen, die ich gestern getroffen habe, weil da muss man verstehen. Ein bisschen Hintergrund vielleicht. Ich bin ein Mensch, der gewisse Prinzipien hat. Ja? Und eins davon ist, dass ich niemals wieder mit jemandem zusammenarbeite, der mich entweder belogen, betrogen, hintergangen oder irgendwie hintenrum und so weiter gemacht hat. Ja, das ist mal mein Prinzip. Das Prinzip, das, da bin ich ganz konsequent. Ja, das bringt mein bisschen Lebenserfahrung mit sich. Deshalb habe ich gesagt, das passiert mir nicht nochmal. Ne? Und mit denen pflege ich auch keinen Umgang mehr und halte mich auch nicht in den gleichen Räumen auf, ja, wenn sich irgendwie vermeiden lässt. So. Und ich fand eben gestern heraus, dass bei Orky Talk jemand eine Sendung macht, mit dem mir das passiert ist, also der fängt da irgendwie an jetzt, am Wochenende oder was. Und als ich das eben zufälligerweise, in Anführungszeichen, Zufall, ne, also es hat mir jemand mitgeteilt, einer von meinen Zuhörern, dass das der Fall ist, habe ich das überprüft, habe die Leute bei Orky Talk, die Verantwortlichen dazu angesprochen, vor allem war ich erstaunt, dass ich da gar nichts von weiß, ne? Okay, weil das war ja vorher auch schon öffentlich bekannt. Und da habe ich gesagt, eben habe ich mein Prinzip erklärt und gesagt, das mache ich eben nicht. Und wenn ihr dieses Programm laufen lässt, dann müsst ihr meins streichen und zwar komplett. Ja, also keine Archive, keine Simultan, keine Wiederholung oder sonst irgendwas. Und dann haben wir das diskutiert und habe dann das nochmal erklärt. Und dann haben wir gesagt, also ich möchte mir jetzt aber bis gestern Abend wissen, ja. Und das wurde mir dann mitgeteilt, dass dem so ist, dass man meine Entscheidung respektiert und dass ich eben dann von Orky Talk weggehe. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das dann publik gemacht, einfach weil ja heute die Sendung war. Ne? Das war für mich auch ein bisschen kurzfristig, aber normalerweise muss das ja nicht unbedingt so sein, so kurzfristig. Aber mir ist es eben erst gestern aufgefallen und hat mich vorher offiziell ja auch nicht darüber informiert. Da ist das jetzt eben so. Aber ich meine, das ist nicht wirklich so entscheidend, weil wir haben ja die Möglichkeit, hier weiter auch auf Sendung zu gehen. Ich wollte es nur der Fairness halber hier allen auch nochmal kundtun, ne, damit alle Bescheid wissen und dann nicht vergeblich eben da auf Orky Talk nach meiner Sendung suchen. Ja, und natürlich arbeite ich jetzt auch, das wisst ihr, seit meiner 22. Mai 2012 Überfallgeschichte, dass man mir hier meine Sachen weggenommen hat für meine Senderanlagen, sodass ich also nicht mehr so frei und einfach senden kann, wie ich das vorher gemacht habe. Ich bin jetzt aufgrund von Sachspenden in der Lage gewesen und auch natürlich finanziellen Zuwendungen in der Lage gewesen, meine Rechtsstreitigkeiten voranzubringen, dass ich das also nicht von vornherein als ergebnislos abstreichen musste, ne? Wenigstens das, und kann eben uns auch wieder senden. Nicht? Und deswegen ist das also jetzt nicht ganz so tragisch. Eben wie gesagt, geht es weiter. Ne? Und ich werde natürlich jetzt versuchen, dann Stück für Stück wieder eine Seite verfügbar zu haben, wo ich dann auch wieder was reinschreiben kann. Ne? Das ist ja leider jetzt bei wakenews.net nicht möglich für mich, in der Form, wie ich das gerne hätte. Und deswegen habe ich da eben auch nicht die Möglichkeit, euch darüber zu informieren. Aber ich habe hier meine Blogs, zum Beispiel mywakeness.wordpress.com oder vugwakeness.wordpress.com.
Das ist die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Und dann natürlich die Schuldnervereinigung.wordpress.com. Das ist das, wo ich mich da mit den Finanzen beschäftige überwiegend. Und natürlich meine diversen Videokanäle, wo ich dann also Informationen auch kundtun kann. Und natürlich eben jetzt hier die Live-Sendung. Ja, also das hier vielleicht nochmal als Erklärung für diejenigen, die das noch überhaupt gar nicht wussten oder auch nicht so die Hintergründe erfasst haben. Ich bin auch kein Mensch, nur um das auch gleich vorwegzunehmen, der hier öffentlich irgendwelche schmutzige Wäsche wäscht oder irgendwelche Details diskutiert. Ich habe so viele Kritiker, ja. Leutchen, also wenn ich da anfange, mich mit jedem Kritiker persönlich auch noch auseinanderzusetzen, das tue ich natürlich nicht. Und was die da in ihren Blogs schreiben und Videos veröffentlichen, das ist mir eigentlich relativ wurscht, sofern es nicht irgendwo eine Grenze überschreitet, wo ich vielleicht sogar juristisch vorgehe dagegen, wenn das nötig sein sollte. Ist jetzt noch nicht gewesen. Aber eben, wie gesagt, zusammenarbeiten mit jemandem oder auf einer gleichen Plattform irgendetwas aussenden, die sich mir gegenüber so verhalten, das mache ich eben nicht. Das ist mein Prinzip. Und das sollte jetzt eigentlich als Erklärung auch dafür genügen. Ich sage das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil ich eben schon Fragen diesbezüglich bekommen habe oder Kommentare gelesen habe bei der Videoveröffentlichung und so dazu. Warum machst du das nicht mehr? Es ist nicht so, dass ich die Plattform OrkiTalk als solches nicht ideal finde. Also die Technik und so. Und eigentlich hat das auch immer ganz gut funktioniert. Aber eben, wenn dann so programmmäßig das nicht mehr miteinander übereinstimmt, ja, dass also Leute eben, wie gesagt, dort senden, mit denen ich nichts zu tun haben will, dann geht es eben nicht. Ne? Das habe ich diskutiert. Und dann musste eine Entscheidung her. Ne? Ich meine, ich war froh zu hören, dass wie sehr man mich schätzt, meine Arbeit, bla bla und so weiter. Ja, gut, aber dann muss man eben Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung ist eben nicht für mich getroffen worden. Und deswegen wird dort keine Sendung mehr gemacht. Ne? Ganz einfach. So. Aber viel wichtiger ist es, was eigentlich hier ringsherum um uns passiert, und ich gehe heute einfach mal so ein bisschen querbeet, weil ich denke, das ist, weil es ist einfach zu viel. Man kann das so fast gar nicht mehr in irgendwelche Kapitelchen hineinordnen. Ne? Das ist fast schon der totale Wahnsinn, der hier vorherrscht. Ja? Und ihr werdet das sicherlich auch vernommen haben, oder naja, nicht jeder liest ja auch die englischsprachige Presse oder die Medien dort, die neuen Medien, nicht die Matrix-Medien. Wir müssen das auch vielleicht nochmal klar machen für alle diejenigen, die da ein bisschen verwirrt sind manchmal. Und das ist auch zu Recht durchaus notwendig. Denn es kommen ja auch jeden Tag wieder neue Zuhörer hierher. Übrigens auch welche, die kennen OrkiTalk gar nicht. Ne? Deswegen, ich habe jetzt vorhin irgendwelche Kommentare gelesen, wer ist denn OrkiTalk? Ja, okay. Also es gibt ja auch Leute, die hören hier immer schon bei mir und oder ja und so weiter. Das ist deswegen. Ne? Also man müsste hier vielleicht dazu sagen, man muss unterscheiden zwischen den von den sogenannten DIMs, wie ich sie nenne, die dominante irrsinnige Minorität, fälschlicherweise von anderen auch Illuminati oder Weltelite oder ja irgendwie so genannt, die also hinter den Kulissen eigentlich alles steuern und lenken, ja, was viele gar nicht so erfassen können, weil sie ja in der Illusion leben, ja wieso, wir leben doch in der Demokratie, ich wähle doch hier denjenigen, der hier für mich die Politik macht und so und dies, die das eben noch nicht so durchschaut haben und nicht durchschauen konnten bislang, weil ihnen ja die Möglichkeiten gefehlt haben, das auch mal aus einer anderen Brille zu sehen. Und das ist eben so ein bisschen auch meine Aufgabe oder die Aufgabe vieler anderer alternativer Medien, die sich eben damit beschäftigen, die Dinge auch mal von der anderen Seite zu beleuchten und eben der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Und die Problematik bei den Matrix-Medien oder Massenmedien werden sie auch genannt, ist, dass sie eben ja zweckbestimmt fungieren. Das hängt damit zusammen, das hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass die das nicht auch anders könnten. Und es gibt eine ganze Menge Journalisten in diesem Genre, in diesem Bereich, im Medienbereich, die das gerne tun würden. Die machen es vielleicht sogar, aber ihre Arbeiten, wenn sie unbequem sind, werden dann nicht veröffentlicht. Es gab schon bei Hollywood, ne, sogar in den eigenen Matrix-Hollywood eine Menge Filme, wo über so investigative Journalisten berichtet wurde, die also zum Beispiel irgendwelche Missstände von irgendwelchen Sachen aufgreifen und die dann nach vorne bringen. Oder denken wir an die ganzen Kriegsberichterstatter, die auch teilweise ja ermordet werden.
vor Ort in ihrem Einsatzgebiet, Krisengebiet oder so, weil sie eben irgendetwas aufgenommen haben oder irgendwas herausgefunden haben, was die Mächtigen, ja, in Anführungszeichen, nicht wollen, dass diese Informationen rauskommen. Und aus dem Grund haben die vor langer Zeit bereits entschieden, dass Kriege eben nicht auf dem Schlachtfeld gewonnen werden oder verloren werden, sondern im Kopf der Menschen und durch die Information. Und wer die Informationshoheit hat in einem Krieg, ja, der hat die größte Chance zu gewinnen. Ja, wenn man überhaupt von einem Gewinn sprechen kann. Und da ist es immer wieder relativ, wie wir das beurteilen, ein Krieg, ja. Kann man den gewinnen oder nicht? Ne? Das ist immer eine Frage, an was misst man das? Misst man das an der Anzahl Tote, ne? Oder Anzahl Materialverlust oder Landgewinn? Ja. Aber eins wissen wir auf jeden Fall, dass immer eine ganz bestimmte Gruppe an Kriegen profitiert, sonst gäbe es gar keine. Denn es werden immer wieder Kriege provoziert. Das ist uns, glaube ich, ziemlich deutlich jetzt hier im Umgang mit dem Nahen Osten, was da abläuft, oder mit anderen Krisenherden in Anführungszeichen. Das sind alles gewollte und provozierte Kriege. Wenn einem das mal klar wird, dann glaubt man diesen ganzen Schmuh nicht mehr, der einem da immer aufgetischt wird. Aber dazu braucht es eben erstmal den Zugang zu Alternativen, in Anführungszeichen, alternativen Informationen, anderer Sichtweise, und das ist eben nicht so ganz einfach für die Leute, die sich in dieser Matrix befinden, die nicht mal mitkriegen, dass das, dieses ganze Ferien- und Urlaubsgebimbel, was da abläuft, auch alles nur eine Kraft-durch-Freude-Aktion ist. Das heißt, man gibt den Sklaven, damit sie dann nicht so schnell erkennen, dass sie Sklaven sind, und dass sie sich eben irgendwie ein bisschen frei fühlen können, mal gibt man dem Ausgang, Freigang, ne? Und dann dürfen die mal, nicht? Aber es ist fest reguliert, maximal 30 Tage, ne? Oder in anderen Regionen 14 Tage, in anderen nur 5. Ich glaube, die Japaner haben ganz wenig Urlaub, ne? die müssen mehr schaffen, ne? Deswegen machen die das alles immer. Ferien sind für die Japaner quasi Arbeit. Ne? Weil in diesen Ferien, zumindest war es mal eine Weile lang so, ist vielleicht auch ein bisschen pauschal jetzt hier beurteilt, aber das ist so meine Impression, meine Ansicht, dass sie also hier dann so ein Reisepaket buchen. Ne? Da werden sie mit so einem Massentransporter hier rüber geflogen, irgendwo hin, was weiß ich, Frankfurt, London, Paris, Zürich, da werden sie dann in irgendwelche Busse geschoben und 24 Stunden am Tag hin und her dürfen mal ein halbes Stündchen ein Nickerchen machen und dann kommt das nächste und dann muss noch hierhin und dahin und es ist immer jemand mit dem Fähnchen, den muss man hinterher, sonst hat man den Anschluss verloren und muss dann das Doppelte bezahlen. Ja. Und so. Okay, also man zahlt ja auch noch dafür, ne? Denn der Freigang ist nicht umsonst. Der Freigang ist nicht umsonst. Ja, ganz wichtig. Okay, kleiner Schlenker, ne, weil wir kommen immer mal so zwischendurch wieder aufs Thema zurück. Ne? Das klar, zurück aus den Ferien. Aber ich war eigentlich dabei, nochmal zu erklären, vor allem für diejenigen, die da nicht so jeden Tag damit in Verbindung kommen oder eben das erste Mal möglicherweise hier zuhören und da das aufschnappen oder später in irgendeiner Aufzeichnung das hören. Ja, Mann, was heißt das jetzt hier? Ich lese doch immer, das sind doch alles tolle Blätter, tolle Kanäle. Ich schaue mir ja auch nicht oben ohne Blätter an und so, ja, sondern ich lese hier schon was Anspruchsvolleres, ne? Aber solange es Massen- oder Matrixmedien sind, muss man eben wissen, egal wie die Verpackung ausschaut, wie das Konzept ist, wie die Bilderchen gestaltet sind oder die Informationen geschrieben sind. Das eine ist eben mehr blind und das andere ist ein bisschen mehr zeitgemäß. Okay, ich mache halt keine Schleichwerbung hier, ne? So, ja, und dann muss man eben aber dann mal hinter die Kulissen schauen. Und wenn man dann nicht nur die Geschichte eben dieser Matrix-Medien etwas studiert, sondern eben auch weiß, wem die gehören. Ja, das ist nicht auf Anhieb sofort erkennbar. Man muss dann schon ein bisschen dann da rumwühlen, ne? Oder, meine, viele machen das ja, da kann man dann darauf zurückgreifen, kann sich mal erkundigen, ne?
Und da merkt man, dass das nur einer ganz kleinen Gruppe gehört weltweit. Ja, diese ganzen Medien, die bekannten Massenmedien. Und da das eben so ist, dass die Propaganda immer ärger wird in diesen Medien, dass die also immer mehr zentralisiert Informationen rüberbringen und das alles gleichgeschaltet, ob du hier das Käseblatt um die Ecke liest oder irgendwie bei CNN, ja, irgendwas hörst, alles ist mehr oder weniger, kommt aus der gleichen Quelle. Und wenn du dann noch recherchierst, wer diese Presse- oder Medienquellen sind, wem die gehören, fängt mit einem großen R an und hört mit einem kleinen D auf. Ja, ganz schwierige Quizfrage. Wer das sein könnte, der würde genauso wie bei der Frage, wer hat eigentlich die UN finanziert, ne, am Anfang. Ne. Fängt also mit einem großen R an auch wieder, aber hört nur mit einem kleinen R auf. Ne. Also auch das kann man rausfinden. Und wenn man dann diese Informationen mal gesammelt hat und sich darüber Gedanken gemacht hat, was das denn bedeutet, ja, und wenn man sieht, dass eigentlich alle nur noch von Globalisierung sprechen und neuer Weltordnung und das wie selbstverständlich, wie, ja, wie Kakao die Kehle runterfließt sozusagen, der wundert sich auch, denn davon habe ich eigentlich, oder wollte ich? Ich lebe ja nicht hier in der Globalisierung, ich lebe ja hier im Dorf XY irgendwo in einem Bundesland oder was weiß ich, Kanton oder ja, oder Staat. Ne? Ja, also dann fragt man sich, ja, was habe ich eigentlich? Ich habe das wohl, also nö, also eigentlich wollte ich das nicht. Ne? Wie, mein Job wird hier aufgekündigt und wo gehen die hin? Ach, nach Korea. Ach ja, ich wollte die Koreaner immer schon unterstützen. Ne? Gut, was brauchen wir? Die Jobs hier vor Ort. Das ist, ja, ne? Ist doch in Ordnung, was die Globalisten da machen. Ne? Oder? Gut, also diesen kleinen Schlenker, die erlaube ich mir ja immer mal. Ne? da muss man sich jetzt fragen, wer steckt also hinter den Interessen dieser Medien? Und da muss man einfach sagen, erschreckenderweise eine ganz kleine Anzahl. Und die gehören eben zu dieser Gruppierung, die ich da nenne, DIMS, die dominante irrsinnige Minorität. Und ich will jetzt heute keine DIMS-Sendung als solches machen, sondern verweise da natürlich immer gerne auch auf meine anderen Sendungen, die ich da immer auch über diese spezielle Gruppe gemacht habe. Oder auf Veröffentlichungen, ne? Die kann man auch einfach in die Suchmaschine eingeben. Ne? Das, den Begriff DIMS, der schreibt sich übrigens D-I-M. Großbuchstaben zum Beispiel, ne? Also mit einem kleinen S, das ist die Mehrzahl. Ne? Oder man schreibt es aus, ne? Die dominante irrsinnige Minorität oder dominant insane minority, ne? Auf Englisch. Da findet man viel, wahrscheinlich auch eine Menge Links zu mir. Ne? Weil ich es immer so verwende. Ne? Ja, das ist also wichtig, dass man das erkennt. Und dann ist einem auch klar, weshalb man dann in diesen Blättern liegt, ach, die sind jetzt alle ganz froh, dass sie wieder da sind. Hier, ich lese hier aus einem Käseblatt hier aus Basel, da stand drin, so schön waren die Ferien der Leser. Ja, und noch ganz viele Bilderchen da drin. Ne? Ach ja, ihr durftet jetzt mal raus, mal einmal, ne? Jetzt seid aber wieder da und jetzt geht's wieder ran. Rabotti, und wer nicht arbeitet, der muss fühlen. Ne? Der kriegt nichts. Der wird, dem wird also die Lebensgrundlage entzogen. Ne? Und da wird er sanktioniert. Auch noch. Ne? Ja. Was? Die Arbeitsplätze, die haben wir doch alle verlegt nach was weiß ich, Fernost. Ne? Oder sonst wohin. Ja. Ich weiß nicht, ob sie auf dem Mars jetzt auch schon anfangen zu arbeiten dort. Die Arbeitssklaven schon hingeschippert werden. Kann ich nicht sagen, weil auch darüber haben wir letzte Sendung gesprochen. Das wird übrigens häufig hier auch alternativ diskutiert. Diesen schönen rot-braunen Planeten, der hier in der Nähe von uns ja sich befindet, wo man also schon mit NASA hinfliegen kann. Ich weiß nicht, die bauen jetzt ja also schon hier so die größeren Schiffchen. Dann vielleicht auch für Säulenverkehr, aber so ein bisschen
hat man doch das Gefühl, dass das noch so, dass das nur eine Illusion ist, ne? Nur eine Propaganda, ne? Okay. Oder es wird dann nachher damit gedroht. Wir schicken dich auf den rot-braunen Planeten, wenn du hier nicht mitziehst, ne? Aber die Reise dahin musst du selber zahlen. Okay, das sind dann die Sklaven, die aus den Ferien vom rot-braunen Planeten zurückkehren, ne? Das ist dann schon fast eine Science-Fiction-Geschichte, ne? Das ist uns zu schön, um wahr zu sein. Aber vielleicht hilft uns da die FEMA in den USA. Wer das nicht weiß, wer die FEMA ist. Die FEMA ist die Federal Emergency Management Agency. So heißt das so schön auf Englisch. Das ist nichts anderes als die Katastrophenschutzbehörde. Ne? Die gehört übrigens zum Department of Homeland Security. Das ist die Heimatschutzbehörde. Und die haben gerade einen Auftrag platziert, das berichtete ich in der letzten Sendung, von 750 Millionen Packungen, Patronen, also Munition von durchschlagender Wirkung. Ne? okay. Auf welche Katastrophe bereiten Sie sich da wohl vor? Könnte man fragen. Übrigens habe ich da beim Infowars noch eine interessante Mitteilung gefunden, dass das nicht nur das Department of Homeland Security, DHS, ist, sondern auch die General Weather Station und National Weather Station. Das ist die sich mit dem Wetter auseinandersetzen. Ja? Die haben jetzt auch noch Waffen, Munition bestellt. Also Hohlkörpermunition, ne? Damit sie das schlechte Wetter einfach umpusten können, ne, über Bedarf. Ne? Fragt man sich auch. Ne? Was müssen sie da schützen? Vor was müssen sie sich oder ja, wen sollten sie sonst schützen? Ne? Vor den Sonnenstrahlen oder dem Regenwasser. Ne? Oder okay, also die Sache wird immer verrückter. Und jetzt hat das Department of Homeland Security, nachdem dieses von neuen Medien, alternativen Medien, bekannt wurde, weil die haben einfach nur mal, weil die Regierungen normalerweise müssen ja ihre Sachen offenlegen, nicht? Was sie so machen, also Bestellungen und was weiß ich, da müssen auch verschiedene Angebote eingeholt werden. Also sie haben sich da so selbst ein paar Regeln gebastelt, damit das alles auch so aussieht, als wenn das alles ordnungsgemäß läuft. Und das hat irgendeiner entdeckt online, diese Papierchen, dass da eben diese Munition bestellt wird, gell? Und hat diese voll ins Netz gestellt und dann wurden die Artikel und die Spekulationen darum natürlich heiß diskutiert. Ja. Und jetzt haben sie alle einen roten Kopf gekriegt bei DHS, weil das natürlich jetzt hier rund ist, überall in der Welt. Sogar der Detlef von Wake News Radio berichtet darüber hier live in seinen Sendungen. Oh Mann, ey. Ja, so lässt sich das nicht mehr geheim halten. Ne? Jetzt haben sie da einen Stempel drauf gemacht, auf alle diese Papierchen, alles unter strengster Geheimhaltung. Ja, aus nationalem Interesse. Das für Übungsmunition, ne? Das ist natürlich offiziell deklariert als Übungsmunition. Das ist jetzt von der nationalen Sicherheit so stark Anspruch genommen, dass das nicht mehr veröffentlicht werden darf, wie viel Übungsmunition sie kaufen. Natürlich ist es keine Übungsmunition. Soweit dürfte es klar sein. Ne? Wenn du durchschlagende Projektile hast, Hohlkörper, ne? Das soll ja richtig wumms. Die sollen ja alles zerreißen in einem Körper. Und so weiter. Gut, wir wissen ja auch, was dahinter steckt. Das sind die Dinge, die da passieren. Das ist das, was wir hier erwarten, eigentlich weltweit. Denn die Leutchen lassen sich's nicht mehr gefallen. Diese Leutchen lassen sich's nicht mehr gefallen. Die sind jetzt aufgewacht, dass also hier irgendwas passiert. Vielen sind die Hintergründe nicht klar, aber sie haben so ein Gefühl, Mensch, irgendwas läuft schief und ja, meine Jobs sind auch weg und alles wird teurer und Öl wird teurer und dies und hier, der Obama will die Waffen, also ich rede jetzt mal von Amerika im Moment noch, also USA, und Obama will uns hier die Waffen wegnehmen und das ist, geht doch wohl nicht, ne? Und jetzt hier DHS und so, und also all diese Sachen basteln sich die Leute auch schon irgendwie ein bisschen zusammen. Aber natürlich müssen wir ihnen helfen und das ist mir ganz wichtig. Deswegen appelliere ich ja auch an euch. Ihr seid so wichtig in der
dem Transport dieser Information, dem Weitertransport dieser Information, weil ich spreche es aus, meine Gedanken darüber, damit muss man nicht immer eins sein, das muss nicht immer eure Ansicht sein oder vielleicht bewertet ihr Dinge anders oder aber auf jeden Fall immer alles auch recherchieren, was ich sage und alles, was ich jetzt hier heute mehr oder weniger sage, ne? Also ich kann ja nicht alles dokumentieren, das ist dann zu mühsam, aber viele dieser Links werde ich dann wieder in die Beschreibung bei meinem Artikel reinpacken. Das ist also bei mywakeness.wordpress.com zur heutigen Sendung. Ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Da könnt ihr das dann nachchecken oder eben einfach auch selbst mal recherchieren, weil es ist ganz wichtig, dass wir alles das überprüfen, was uns an Informationen über die über den Weg läuft und auch das, was der Detlef sagt, muss, sollte unbedingt überprüft werden. Ne? Es ist ja so, viele Informationen sind da, auch in den Matrix-Medien. Man muss manchmal wirklich einfach nur, Moment mal, von außen gucken, ja, so quasi aus der Vogelperspektive und die und den Inhalt ein bisschen anders interpretieren oder einfach nur die Überschrift etwas verändern und schon weiß man Bescheid. Ne? Eben, ich habe hier gemacht aus diesem, so schön waren die Ferien der so und so Leser, habe ich gemacht, die Sklaven zurück aus den Ferien. Ja, die Tatsache ist die gleiche. Die Leute steigen aus ihrem Flugzeug aus, ja, gehen, werden also kontrolliert da von der Stewardess, ne? Also jetzt bin ich schon auf der Rückreise, ne? Das Einchecken und so, das spare ich mir jetzt mal. Also, die steigen jetzt also aus ihrer Maschine, die irgendwo hier, was weiß ich, Basel Flughafen, Frankfurt Flughafen, Zürich Flughafen, Wien Flughafen, wo immer gelandet ist. Dann guckt erstmal einen die Stewardess an, ob man hier nicht, oder Steward, ne? Ich glaube, es gibt's überhaupt noch Stewardessen? Naja, jedenfalls gucken die einen an und gucken, hat der auch hier nicht irgendwo einen dreckigen Platz hinterlassen oder so, ne? Und dann wird man also rausbuxiert, so schnell wie möglich, ein bisschen angeschoben, dass es schneller geht, ja. Stolpert man schon fast die Treppen runter, ne? Und dann reißt du dich ein in eine Menschenmenge, die in einer Schlange irgendwo, ja, am besten noch übers halbe Flugfeld, ne? Erstmal und dann, ja, oder mal in so einem Bus, ja, und der wartet dann da schon und der klappt seine Tür schon zu und du wolltest ja auch noch rein und ja, und dann drückt wieder einer hinten. Gut, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Es gibt, ich rede vom Ferienflieger, nicht von irgendeinem Flugzeug, wo nur zwei Männchen drin sitzen, ne? Naja, Geschäftsflieger, ne? Sondern so von diesen Urlaubsbomben, ne? Also man, den meisten ist ja auch noch übel nach diesem Flug, weil das Futter, was du da kriegst, wenn du überhaupt noch was kriegst, ja, da drin, weil da musst du ja immer noch was dazu zahlen, ne? Und das, was du dazu zahlen musst, ne, aus warum wollen wir es denn den Sklaven so einfach machen? Warum sollen die denn, so wie das, früher waren das ja auch nicht unbedingt diese Massensklaven, die man wegschickte, das waren die höhergestellten Sklaven, die reisen durften. Ne? Gut, beschäftigen wir uns nicht so mit der Vergangenheit. Jetzt, ja, also dieses Futter, das schmeckte irgendwie nach Plastik. Jetzt ist nicht so, dass du die Plastikgabel mitgegessen hast, das muss gar nicht unbedingt gewesen sein. Aber wir wissen ja, dass in diesen ganzen Nahrungsmitteln, die da zentral gefertigt wird, alles Mögliche verarbeitet wird. Ja? Die Haare von den Leutchen oder die Fingernägel, manchmal ist auch noch ein halber Finger drin, ja, weil zufälligerweise beim Salatschnippeln irgendwas mit abgegangen ist. Oder man hat GMO-Food, ja, also genmanipulierte Nahrungsmittel verwendet. Ja, gut, es gab eben gar nichts anderes. Und ja, das weißt du ja nicht, was da in diesem Essen drin ist. Ich habe das jetzt ein bisschen gruselig geschildert. Ich übertreibe ja immer gerne ein bisschen, damit man sich bildlicher vorstellen kann. Wir sind ja im Radio. Ne? Ich nehme mich zwar jetzt hier auch auf und dann könnt ihr das nachher auch sehen, wie ich dann meine Verrenkungen mache dazu. Ne? Auf der Filmaufnahme, gell? Aber das sieht man ja erst im Video. Und das dauert noch ein bisschen. Und hier im Radio dürfen wir ruhig eine blumige Sprache verwenden, einfach um zu verstehen, was ich meine. So, also ist der noch ein bisschen übel, ja, und dann denkst du, ach, Mist, wenn ich jetzt nach Hause komme, muss ich auch wieder, und das muss ich noch machen, und ach, und morgen schon wieder zur Arbeit, ach, okay. Also mit Schwupps, wenn überhaupt deine Ferien schön waren, was wir hoffen, was aber auch nicht mal garantiert ist, ne? Denn du kommst ja wieder, weil du warst in irgend so einer Bettenburg,
Ne? Also es ist nicht der Ort, sondern die Beschreibung der Örtlichkeit, wo du genächtigt hast, irgendwo, ne? Und da hast du dich schon dein ganzes Jahr drauf gefreut. Ne? Und ja, aber gerade leider zu dem Moment, wo du da warst, haben sie gerade die Eingangshalle umgebaut und darf, die mussten halt nichts, weil die haben ja Arbeiter und dann ist mittags ist so heiß, fingen die dann schon 6 Uhr morgens an mit dem Preislufthammer noch ein bisschen so die Dinger da, ja, ihr wisst schon. Ne? Und ach ja, und dann direkt vor dem Hotel, wo dieser Ausblick da ja eigentlich so schön in dem Prospekt drin stand. Ja, also gut, diesmal hat das nicht geklappt, nicht? Weil die hatten gerade auf der Gegenseite angefangen, so ein Ding hochzuziehen, ne? Und so Stück für Stück, jeden Tag konnte man weniger drüber weggucken und der Blick aufs Meer war dann ein bisschen schwierig. Auch war das mit dem Meer wieder so eine Sache, da hatten wir gerade so eine Qualleninvasion, es muss wohl irgendwo jemand da so Dreck abgelassen haben, das kam aus irgendeinem Betrieb oder ja, da war irgendein Rohr gebrochen, das passiert und ja, das, aber wenigstens am Strand konnten wir vorbeigehen, wir sind da nur eben an so einem Walskelett. Es gab da ein Walskelett, noch nie gesehen. Die Dinger, die werden immer häufiger jetzt hier angespült, weil die, ich weiß nicht, die mögen das Wasser nicht mehr. Also irgendwie, ja, okay. Also ihr seht, das ist, wie blumig man so eine Ferienreise beschreiben kann. Und natürlich ist das jetzt ein fiktives Beispiel. Allen, die jetzt in Ferien waren, die haben das natürlich so alles nicht erlebt. Deswegen, ich habe es ja auch jetzt nur geschildert, einfach mal, damit man versteht, was ich meine. Wir waren aber zurück bei dem Ausstieg aus diesem Flugzeug. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Leutchen gehen also durch irgendwelche verschachtelten Gänge und hier und da ist mit einmal eiskalt, weil da funktioniert gerade mal die Klimaanlage und da hinten wieder nicht. Und ach, man müsste ja dringend mal, aber das geht nicht. Man muss erst da durch und erst das Gepäck und dös und ja und ach, und da muss man, wo habe ich jetzt meinen Pass wieder hingelegt? Den muss ich ja vorzeigen, sonst komme ich da nicht wieder rein. So. Und dann bist du da drin und die gucken dich an. Und dann blättern sie nochmal und nochmal und sagen, machen sie ein Foto von, ne, von deinem Papierchen, ne? Und gucken dich wieder an. Und du hast schon gedacht, oh Mensch, jetzt haben sie gesehen, dass das Ding abgelaufen ist, ne? Oder? Ja, was habe ich falsch gemacht? Ne? Und dann musst du deinen Koffer irgendwo finden, der ist, wenn er angekommen ist, irgendwo in irgendeiner Schlange, den musst du da irgendwo erst herausfischen. Und wenn du den hast, dann musst du noch durch diese ganz unangenehme Schleuse. Das ist nämlich da, ja Mensch, jetzt sehen sie vielleicht, dass meine Zigaretten da drin sind, eine Zigarettenpackung, ne, oder meine Alkohol, ne, und, der vorher natürlich gründlich wurde. Aber gut, da gehen wir jetzt durch und dann sagt doch dieser Typ, machen Sie mal Ihren Koffer auf. Ja. Und dann siehst du rechts und links gleich die Kameras. Und das ist übrigens schon den ganzen Weg her, ne? Bis von der, bist also genauestens aufgenommen, man weiß genau Bescheid. Und dann siehst du schon, der Typ, der hat nicht nur eine Knarre in einem rechten Gürtel, sondern auch noch einen, ja, so ein Schlagstock auch noch. Und, was ist das für ein Ding, das er da vorne hat? Ein Taser. Das ist ganz was Neues. Übrigens in Amerika machen sie das. Das probieren sie an jedem aus. Das ist egal, ob du 11 Jahre alt bist, ob du eine schwangere Frau bist, ob du 80 bist. Wenn du irgendwie den Eindruck machst, du bist jemand, dem gefällst du halt einfach nicht, ne? Dann tasern die dich. Erstmal sehen, gucken, eine Zuckung, ne? Wie das ist so, wenn er sich da, und das ist übrigens richtig in Mode gekommen, da in den USA, also, wer da so gerne hinfahren möchte und das erleben will, sei dort sicher richtig untergekommen. Okay, gut, ich will jetzt hier nicht zu sehr hier die Dinge so ein bisschen ins Detail schildern, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr seid also in fantastisch artiger Weise überall immer unter Kontrolle. Ja? Und wie gesagt, wer hier noch mehr Tipps oder Anmerkungen oder Zusätze zu den Fragen
Katalog reinsenden möchte, den ich hier auf meiner Seite myweakness.wordpress.com niedergeschrieben habe, weil jemand sagt, na, bei mir läuft das, die Ferien sind bei mir anders. Ich habe sowas noch nie erlebt und meine Ferien sind immer frei und ich kann meine Ferien tun und lassen, was ich will, weil das ist alles individuell. Ne? Und ich bin nie gefilmt worden und was weiß ich. Und so weiter. Ne? Abgrabschen, ich sag, wir sollen die abgrabschen, schon gar nicht an der Grenze, ne? Vielleicht von einem hübschen Mädchen, ne? Oder umgekehrt, ne? So. Ja, also, okay, also der kann das ja gerne nochmal prüfen und wer da also komplett anderer Ansicht ist, kann mir das auch schreiben unter radioworkings.net, freue ich mich, ne? Jedenfalls, um das nochmal aufzugreifen, alles das, was wir jetzt hier in diesen Medien lesen, wie schön die Ferien waren, dass sich alle freuen und dass wir jetzt tolle Erlebnisse hatten und dann wird geschildert und dann ein Foto und hier, das war und. Sollte man auch mal überlegen unter der Rubrik, ist das vielleicht eine gewollte Schöndarstellung eben des Freigangs? Ja, ist das richtig formuliert? Weiß nicht. Und mir ist es heute so also aufgefallen, ich habe gedacht, die wollen die mich verarmen. Verarmt haben sie mich eh schon. Ich meine, ihr wisst schon, was ich damit wirklich sagen wollte. Und da muss ich sagen, ja. Ne? Ich halte es hier mal in die Kamera, ne? Damit man das sehen kann. Ne? Weiß nicht, ob den Markennamen habe ich da jetzt auch mit drin, aber gut, das ist ja wurscht. Jedenfalls, da legst du nieder, gell? Da fällt dir nichts mehr ein. Ja, wenn man sich das dann wirklich mal überlegt, weil wir sprechen ja häufig ja auch über Matrix, über die Zustände, in denen wir selber leben, in denen wir gefangen gehalten werden, auch gedanklich, weil du richtest dich ja darauf ein. Du bist, oder sagen wir mal, dein ganzes Leben, der meisten, nicht alle, waren die, die alle zuhören, das schon seit ewigen Zeiten tun und aufgewacht sind und kritisch ihr Leben beleuchten, selber Bewusstsein erlangt haben und das auch weitertragen und weiterleben. Denen geht es vielleicht nicht mehr so. Aber es gibt eine ganze Menge Menschen, die wir gerne erreichen möchten, ja, das nochmal zu betonen, die ihr Leben irgendwie eben in diesem Schema erleben. Das heißt, ja, als Kind kannst du dir das noch nicht so richtig vorstellen, was bedeutet, was das bedeutet für dich. Weil da hat man noch viel mehr Fantasie, man ist noch ungeprägter, ne, als die Erwachsenen, die ja schon viel mitmachen mussten, ne, in dieser Sklaverei. Aber auch Kinder natürlich spüren das relativ schnell, dass sie eigentlich eingepfercht sind in ein Programm. Ne. Das ist jetzt nicht nur das Schulprogramm, das ja von der Regierung auch aufgezwungen ist. Denk da nur mal dran an das Thema, sicherlich auch nochmal ein hochinteressantes Thema, was ich auch gerne mal beleuchten möchte hier bei mir. Das ist Schule, Privatschule. Ne? Also privat zu Hause seine Kinder schulen. Ne? Geht ja auch. Aber die Regierung wollen das nicht. Die bekämpfen all diese Initiativen oder Leutchen, die also versuchen, ihre Kinder dem offiziellen staatlich und regierungsmäßig kontrollierten Ausbildungsprogramm zu entziehen. Weil, und das ist der Hintergrund dafür, nicht weil die Eltern oder weil man das zu Hause nicht auch könnte, das Wissen vermitteln, nein, du entgehst dieser Gehirnwäsche, die da stattfindet, dieser Drangsalierung, dieser Gewalt, die auch ausgeübt wird, ja, Unterdrückung, Anordnen. Und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, nach dem Motto Bestrafungssystem, ganz wichtig, dass die Leute gleich wissen, ihr seid hier Sklaven, ihr müsst das tun, was die Regierung sagt. Und da komme ich wieder auf eine Sendung zurück, Bemerkungen zurück, die ich auch immer wieder mal fallen lasse diesbezüglich. Ich habe auch eine ganze Sendung mal darüber gemacht. Ich sind das Volk und der Souverän damit, also der Chef. Jetzt haben wir da eine Regierung, die eigentlich nichts anderes tun sollte, als für uns zu arbeiten, die aber
dem Chef beibringt, dass es nicht so ist, dass es umgekehrt ist. Ne? Durch das Programm, durch das gehirnwäsche Programm. Ne? Und das fängt eben schon ganz früh an. Ne? Und am besten wollen sie die Kinder ja schon haben, gleich wenn sie geschlüpft sind, sozusagen. Als erstes werden die mal ordentlich vollgespritzt mit allem, was nur geht, damit sie dann rechtzeitig auch für die Chemie und die Pharma vorbereitet werden können, für das Krankheitssystem. Was dort ist, ne? Wir haben auch über die Krankenkassen schon gesprochen, das letzte Mal, ne? Könnt ihr euch gerne mal anhören. Mit ihrer Krankenkassenkarte, ne? mit biometrischen Daten. Ne? Ja, und wie gesagt, und da wollen sie dich also schon relativ früh reinbringen und dann musst du schon die ersten Erfahrungen machen, weggerissen von der Mutter, von den Eltern. Wirst du irgendwo mit, was weiß ich, jungen Jahren da schon irgendwo in ein Programm reingebracht? Viele können da durchaus sinnvoll sein und gut sein. Aber ich würde mal sagen, so das meiste wäre vielleicht anders, wenn die Eltern Zeit hätten und die Muße hätten, sich um das zu kümmern, was das Wichtigste für Eltern ist, nämlich die Kinder aufzuziehen. Ja? Und das natürlich außerhalb der geprägten Matrix. Ja? Und ihnen beizubringen, dass sie der Chef sind und nicht die anderen. Okay, das ist jetzt schon, ja, ne? Wunschdenken. Aber wie gesagt, das ist eben so. Und dann kommst du Kindergarten, also ich redete jetzt eben noch von Vorschule oder Vorkindergartengruppen. Ne? Da wollen sie euch ja überall reinbringen. Die Plätze gibt's zwar nicht, aber ihr müsst da rein. Und dann kommt im Kindergarten und dann danach, ne, freut man sich schon, oh, denkt man, jetzt wird man endlich mal erwachsen, hier kommt man in die Schule, ne? Da geht's erst richtig los, ne? Und dann wirst du jeden Tag verprügelt, ne? Also nur wenn deine Zensuren gut sind, bist du was und alles andere mit, und dann das Mobbing und dies und ja, okay, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist also das Programm. Und dieses Programm ist das, was notwendig ist, damit du eben als Sklave richtig in die richtige Richtung geschoben werden kannst. Und das Wichtigste dann in dieser Schulzeit sind die Ferien. Weil das ist sozusagen, wie soll ich sagen, die Karotte, ne, die man also so vor so einem gepeinigten Esel, ne, auf den Leute ja früher mal herumgeritten sind oder den für die Arbeit benutzt haben. Und die clever waren, hatten eine Karotte da vorne angebracht, sodass der Esel lieber versuchte, dieser Karotte hinterher zu kommen. Ging natürlich nicht, ne, weil die ist ja mal davor gehangen, hat sie ja so nie erreicht. Ne. Das ist ein bisschen anders hier bei den Menschen, da darf man dann auch tatsächlich in den Freigang. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man dazu die Kohle hat. Und wenn du die nicht beschafft hast, oder? Wenn du die nicht irgendwo generiert hast oder dir geliehen hast von den Schuldknechten, ja, im Auftrage der Dems, die das Geld herausgeben, nämlich das Schuldgeld, die haben die ganze Welt verschuldet, das sind Schuldsklaven, dann sieht es schlecht aus. Ne? Dann kannst du nur eben deine Ferien auf Balkonien machen, wenn du einen Balkon hast. Ne? Das haben wir auch nicht alle. Ne? Also, ja, gut, ne? Aber dann entgehst du wenigstens dem Terror an einem Urlaubsort, ne? Wie ich eben vorhin geschildert hatte, ne? Bisschen übertrieben, ne? Vielleicht. Nicht jeder findet einen Wal direkt am Strand vor seinem Hotel. Gibt schlimmere Sachen. Okay, das ist uns am Rande. Und ja, wie entkommt man dieser Sache, ne? Es geht nur durch Bewusstsein. Dass einem überhaupt mal diese Situation klar wird. Und sogar mir fällt es manchmal schwer zu glauben, was ich denn da eben selber immer wieder erkenne. Obwohl ich immer denke, ich bin doch schon relativ weit. Aber diese Zusammenhänge mit diesem Urlaub, diesen Ferien, wozu das gedacht ist, in was für ein Schema du hineingepresst wirst, ne? Du hast so, und die Regierung, die eigentlich für dich arbeitet, gibt dir vor, wie lang der Chef Urlaub machen darf, ne? Ferien machen darf. Was sagt der, der Diener sagt das dir. Ne? Also das ist schon eine verkehrte Welt. Ne? Das war übrigens ein Thema der letzten Sendung. Ne?
Tja, also wie gesagt, ich bin ja auch immer wieder selber entsetzt über die Zusammenhänge und diese Komplexität dieser unglaublich ausgeklügelten Matrix, die natürlich jetzt sichtbar wird für uns, für viel mehr Leute, als das vorher der Fall war, weil wir eben in einer irgendeiner Zeit sind, wo eben dieser Filmriss passiert. Der Filmriss heißt dieses Aufreißen der Matrix, ne? Wenn man sich das vorstellt, dass das wie so ein Himmel ist, ja, der über einem drüber ist, so aus Textil, und da machst du jetzt noch so einen Schnitt rein und mit einmal siehst du, hoppa, da ist ja noch was dahinter, hey, hab ich gar nicht gewusst. Okay, so muss man sich das vorstellen. Ne? Und das wird eben selbst durch die DIMMs verursacht, auch dadurch, dass sie eben jetzt die Schrauben angedreht haben überall, weil das ist ja die sogenannte Endzeit. Die wissen selbst, dass wir in dieser sogenannten Endzeit uns befinden, dass sie nicht mehr so viel Zeit haben, bis so viele Leute aufgewacht sind, dass die das nicht mehr mitmachen. Ne? Weil sie erkennen, dass sie hier in einer falschen Realität gefangen gehalten sind. Und ja, deshalb finde ich das immer so ganz klasse, dass vor allem diese, ich weiß nicht, ob schon mal einer von euch hier auf einer Kreuzfahrt war, ja, also vom Kreuzfahrtschiff. Ne? Also, ja, da werden uns dann tolle Bilder vermittelt. Früher war das auch mal was ganz Exquisites, nicht? Da wurden die dann direkt irgendwo, da wo es eiskalt war, dann auch mal versenkt, ne? Und sind dann in Glanz und Gloria im Frack und Schlips und Zylinder untergegangen. Jetzt ist das ein bisschen legerer, ne, schon, aber was eben interessant ist, überall sind Kameras, überall sind die All-Seeing Eyes, die allsehenden Augen, und es gibt sogar eine Kreuzfahrtschiff-Gesellschaft, ja, den Namen hier nicht nennen, kann jeder rausfinden, ne? Die haben sogar diese Augen gleich auf ihr Schiff drauf gemalt, sodass also jeder, der da drauf geht, der das bucht, ja, der diese Reise mit dieser Gesellschaft, mit diesem Unternehmen auf diesen Schiffen macht, auch gleich weiß, dass er beobachtet wird. Ne? Ich weiß nicht, ob die das da so also checken. Ich habe keine Ahnung. Also, was schätzt ihr? Da könnt ihr mir mal hier eure Zahlen hier reinmelden, oder vielleicht hier kann ich das auch aufschnappen hier irgendwo. Ich habe jetzt gerade so viele Fenster offen, ich muss mal gucken, wo ich das wieder hingetan habe. Auf dem Chat hier mir reinschreiben, Mensch, wie viel schätzt ihr? Wie viele Leute checken? Hier schreibt einer, der Prozentsatz derer, die aufgewacht sind, schätze ich auf circa, hoppla, so viele Nullen, 0, und irgendwie viele Nullen und dann irgendwann eine 1. Okay. Ja, ich weiß es nicht. Also wer da noch was schätzen will, kann das reinschreiben hier in den Chat oder vielleicht hier mir durchgeben auf radio@witness.net, wer das möchte. Gell? Und wer schon mal Kreuzfahrer gewesen ist. Also nicht die von früher, ne? Sondern die jetzigen. Ne? So, auf dem allsehenden Auge. Ne? Wobei, ich meine, der das als Gesellschaft ja noch draußen dran malt, der warnt ja die Leute noch wenigstens davor. Ne? Aber die anderen, die machen das gar nicht. Das wird innen drin gemacht, ohne dass du es unbedingt so mitkriegst. Und dann werden die Passagiere gefragt, ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass es da eine Kamera gibt? Ja, aber das ist nur zu unserer Sicherheit, falls wir mal auf der Treppe ausrutschen, damit man uns sofort helfen kann, der Stuart kommt. Ne? Okay, ja, nee, das ist doch prima, wenn man so viel Sicherheit um sich herum hat. Vor allem die Regierung geben einem doch so viel Sicherheit. Die versichern hier ihr ganzes Vermögen, vergewissern sich eures, nee, was wollte ich sagen? Okay, ihr wisst, was ich meine. Ne? Die haben also euer Vermögen in Sicherheit gebracht. Ne? Oder? Gell? Also da braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Das ist alles in Sicherheit und weg. Ja. Und was haben wir das letzte Mal gesagt? Hier ESM, ne, ist ja für Europa. Also alle, die jetzt aus Amerika und aus Kanada und Australien und Afrika und sonst wo zuhören, für die ist das nicht so relevant. Ne? Nur indirekt. Ne? Das kommt für euch auch noch.
Aber der ESM ist Europa und das ist ein sogenannter europäischer Sicherheitsmechanismus, nicht Stabilität. Das ist doch Quatsch. Stabilität brauchen wir nicht. Sicherheit brauchen wir. Das ist der europäische Sicherheitsmechanismus. Da wird also alles europäisch gesichert, was man nur sichern kann. Ne? Von denen. Ne? Was man sich quasi kassieren kann. Also jetzt habe ich jetzt ein anderes Wort genommen, weil EKM wäre jetzt, ja, hätten sie gedacht, die evangelische Kirche oder sowas. Ne? Nee, EKM hätte man natürlich auch sagen können, dann hätte es europäischer Kassiermechanismus. Ja, wäre also auch eine Variante gewesen. Aber das sind jetzt nur so Spekulationen, die ich hier so einfach mal so nenne. Hier kommen Zahlen rein, 4, 5, 6, 7, was heißt das denn hier? Prozent oder was? Ja, die aufgewacht sind? Da müsst ihr schon klarer euch ausdrücken, wie soll man das denn interpretieren? Sonst kommen solche Fehler, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Sage europäischer Sicherheitsmechanismus oder europäischer Kassiermechanismus. Eigentlich heißt es ja anders, ne? Bisschen anders. Okay. Hier sagt einer, ich denke, es geht in die Millionen. Und hier sagt einer, aufgewacht sind 2000 Leute. die bei mir zuhören, oder? Also 7%, 6, 7%. Also okay, also irgendwo, ja, bis 7% habe ich jetzt irgendwo was gelesen. Ein paar Millionen ist ja auch eine Frage, ne? Auf welche Basis man die bezieht, ne? Weltweit? Ne? Kannst du gar nicht prozentieren. Das ist fast so schlimm wie die Dims, ne? Das sind nur 4, 5, 6.000, ne? Okay. Hier schreibt dann aber, die Millionen werden erst sichtbar, wenn es richtig eng wird. Naja, wie eng es wird, werden wir gleich in der zweiten Stunde besprechen, weil wir sind jetzt hier schon in unserer kleinen musikalischen Erholungspause von dem hier, was der Detlef euch an schwierigen Themen hier aufbereitet. Mensch, Ferien sollten doch was Schönes sein. Ne? Also wir sind gleich wieder zu hören. Wir hatten übrigens vor der Sendung gehört, Alvin is Rumbling Beats mit Butters. Das ist der Song, den ich auch für meine TV-Themen-Song nehme. Und jetzt hören wir von Deep in Blue von Dano at danosongs.com. Also bis dahin ist der von Wegen des Radio wieder hochspannend. Können wir eure Infos noch reinschicken unter Radio Wegen des Radio. Von alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, und ich sehe wieder aus dieser kleinen musikalischen Unterbrechungspause. Ne? Muss die auch mal sein. Oder ein bisschen Freigang von der Matrix-Erzählung haben. Ne? Gerade frisch zurück aus den Ferien. Also prima, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in der zweiten Stunde der heutigen Sendung am 16. August 2012. Und wir haben schon in der ersten Stunde über das Thema selbst gesprochen, das ich mir für heute überlegt hatte, nachdem ich also heute einen Titel las hier in einem Regionalblatt, was da so hieß, so schön waren die Ferien der So- und So-Leser. Ich dachte, hoppla, das können wir auch anders schreiben. Ne? Wir können schreiben, die Sklaven sind zurück aus den Ferien. Ja. Okay, und das haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ich habe das auch so ein bisschen bildhaft dargestellt. Und für alle, die das nicht mitbekommen haben sollten, die also erst später eingeschaltet haben, keine Sorge, ihr könnt euch das nachher, wenn alles technisch klappt natürlich, gerne in der Wiederholung auch nochmal anhören. Ne? Das ist kein Thema. Ja, und auch nochmal jetzt für die, die zugeschaltet haben, weil sie mich vielleicht bei OrkiTalk gesucht haben. Ich bin nicht mehr bei OrkiTalk auf Sendung. Ihr könnt also jetzt nur über ICRN und UWS Radio oder Radio hören. Ich glaube, Milen FM hat mich auch simultan, das weiß ich aber jetzt im Moment nicht, das werden wir nochmal rausfinden. Und andere natürlich vielleicht auch, aber eben wie gesagt, bei OrkiTalk bin ich nicht mehr. So, und wer wissen will, warum, der kann sich die Wiederholung anhören. So, also. Ich denke, wir hatten jetzt mal so vor der Pause auch mal reingefragt, Mensch, hier, was glaubt ihr, wie viele Leutchen sind eigentlich aufgewacht? Und da haben wir so in den Chaträumen vor allen Dingen die eine oder andere Information lesen können, was die Leute so denken. Und naja, da waren so ungefähr so bis, sagen wir mal, ja, 7%. Ja? Also nehmen wir mal an, von der Bevölkerung. Ne? Ohne Hund und Katze. Ne? Obwohl manchmal hat man das Gefühl, dass die schon mehr wissen als wir. Ne? Die ahnen die Dinge schon eher, als wir sie mitkriegen. Gell? Ja, wie auch immer. Jedenfalls sind es noch nicht genug. Das ist absolut korrekt. Ja? Und ich muss mal sagen, wir haben halt die Aufgabe. Ne? Das, so sehe ich das. Auch meiner Tätigkeit, also die ich hier mache, ich mache das ja nicht, weil ich hier Kohle mitverdiene oder was. Ich kriege ja nichts für meine Sachen und will auch nichts. In dem Sinne, mal schön wäre es, wenn man irgendwie überleben kann. Ja? Aber es ist ganz wichtig, dass wir andere Leute versuchen anzustoßen, aufzuwecken, aufzurütteln, zu erkennen, dass sie in einer Gefängniszelle sitzen, ohne es mitzukriegen. Ne? Und denken, das ist die normale Welt. Ich denke mal an den Tierpark, an den Zoo. Ne? Früher bin ich da gerne hingegangen, weil irgendwie, ja, so man sah die Tiere, ne? Und so. Inzwischen kriege ich einfach einen Schauer über den Rücken, wenn ich also einen Zoo oder einen Tierpark sehe. Es gibt vielleicht die eine oder andere Ausnahme, vor allem wenn es große Freigehege hat, aber letztendlich leben diese Tiere in Gefangenschaft, in elendiger Gefangenschaft, und die kriegen das auch mit, dass sie in Gefangenschaft leben. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt, es gab jetzt einen Todesfall bei einem Affen, einem Menschenaffen, einem Gorilla, der sich in irgendeinem Zoo, und frage mich jetzt nicht mehr, wer das war, ich weiß auch nicht, ob ich den Artikel finde, aber der hat sich erhängt. Weil die haben ja in ihren Gehegen da so diese Seile, die da von der Decke da so als Lianenersatz fungieren sollen. Und ja, also sind ja akrobatisch, die Tiere, die können also sich bewegen und die wissen auch die Gefahren einzuschätzen. Ne? Und da passiert eigentlich normalerweise sowas nicht, aber der war stranguliert. Das muss er sich selber drumgelegt haben, die Seil. Da kam mir der Gedanke, hoppla, vielleicht ist das vielleicht sogar so, dass auch die Tiere einen Bewusstseinssprung machen, einen Erkenntnissprung, dass sie, je natürlich, ich weiß es nicht, ob das so ist, ich kann es ja auch nicht überprüfen, das ist eine reine Spekulation,
dass zumindest Menschenaffen, wo wir ja wissen, dass die so intelligent sind, viele Tiere sind intelligent, dass die ein bisschen mitkriegen, was so alles abläuft und dass die erkennen, in welcher Situation sie sich befinden und dass der das eben einfach nicht mehr ertragen konnte. Was allerdings für uns Menschen sicher nicht die richtige Lösung ist, das Tier konnte sich nicht anders helfen. Das ist ja wie in absoluter Zwangshaft, ne? Dort mit Gitterstäben und was weiß ich. Und ein anderes, das fand ich auch klasse, das war ein Schimpanse, der wurde gefilmt, als so eine Familie davor saß mit so Kindern, die guckten ihn an durch so eine Glasscheibe getrennt. Und der zeigte mit seinem Finger, machte so Zeichen, dass man diese Glasscheibe, die man übrigens nach oben anheben konnte, der wusste also genau, wie das geht, dass man die bitte doch hochhebt. Ja? Und andeutete, dass er da raus wollte. Ja? Also unglaublich. Also ich fand das also enorm, auch diese Gesichter dazu. Ne? Also diese Tiere haben ja auch einen starken Eindruck. Wer selbst ein Tier hat, weiß das. Das sind Wesen, Lebewesen, die also auch Herz und Seele haben. Ne? Na gut, jedenfalls ist das natürlich für uns Menschen nicht der richtige Weg, zu agieren, sondern wir können anders handeln. Wir sind nämlich in der Lage, uns hier mittels unserer doch großen Kraft, die wir haben, also geistigen Kraft und auch seelischen Kraft, die wir haben, uns gegen diese Matrix friedlich zur Wehr zu setzen. Ja? Und dann muss man sagen, ist es eben so, dass man also einfach hier jetzt zu einer Aktion greifen muss. Nicht? Und Tenor eben vorheriger Sendung war es auch seit dem 11.8., da hatte ich eine Sondersendung mit dem Dr. Werner Rannikow. Und ich habe es auch in der letzten Sendung hier nochmal gesagt, wenn ihr was ändern wollt, vor allen Dingen jetzt hier in der BRD, auf BRD-Territorium oder als Deutscher, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt mit der VSV in Verbindung treten, geht auf die Webseite vereinigte-selbstverwaltungen.org, klickt das an, lest euch durch. Auf der rechten Seite ist da ein Link zur Vollmacht. Gebt dieser VSV die Vollmacht, dass sie in Aktion treten kann, dass wir den nächsten wichtigen Schritt machen können und zu den international zuständigen Institutionen gehen können, um diese Geschichten, die in der BRD ablaufen, jetzt irgendwie ja nicht nur anzuzeigen, sondern auch dafür sorgen, dass das sich ändert. Wenn das so weiterläuft und das alles rechtlos eskaliert, dann ist das für uns alle nicht gut. Und deswegen mein Tipp, wer das möchte, und da muss man nicht dafür in der Selbstverwaltung sein, und das kann jeder machen, der also Deutscher ist und kann da seine Stimme der VSV übertragen, um diese ersten Verhandlungen zu führen, zum Beispiel mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Na, das lohnt sich ja erst, ne, wenn man nicht mehr 50 solche Unterschriften hat, sondern muss schon ein paar mehr haben. Ne? Da müssen schon ein paar hunderttausend zusammenkommen, und das ist geplant, eben das im September zu machen. Also wer das noch nicht gemacht haben sollte, hier von den Zuhörern oder von denen, die später zuhören in den Aufzeichnungen, macht das bitte. Lest euch durch. Ne? Und wenn da zur Vollmacht Fragen sind, kann man die sicher dort auch stellen. Aber man muss immer dran denken, diese Leute sind nicht dafür da, Fragen zu beantworten, sondern zu agieren. Ja. Und ja, also das ist nur so am Rande, eben wegen diesem Beispiel, was ich da genannt habe. Man muss einfach dann einfach mal sehen, in welche Notlage, also auch schon Tiere kommen, die da drin sind. Ja. Ja, und jetzt kamen ja auch schon mal Meldungen rein, hier kommt gerade einer rein, hier, hallo, ich glaube, dass die meisten sich nicht trauen zu sagen, dass sie viel durchschaut haben. Wir wissen ja selber, wie wir angesehen werden, wenn wir etwas sagen. Ja, richtig, aber es nutzt nichts. Irgendwann ist es mit dem Schweigen vorbei, da muss man handeln. Ja, und man muss ja auch nicht selber vorne in der vordersten Front sein, sondern es hat sich ja hier zum Beispiel die Gruppierung der VSV bereit erklärt, das zu tun. Man darf das nicht vergessen, auch die riskieren ihr Leben damit. Ne? Wenn die umgenietet werden sollten, ne? Mich haben sie ja sogar schon überfallen. Ne? Also die machen alles, ne? Um zu verhindern, dass sie aufgedeckt und werden und dass sie wieder Gerechtigkeit herrschen kann. Ne? Das muss ja auch erst umgesetzt werden. Das ist ein langer und nicht ganz einfacher Weg.
Okay, jetzt kommt noch was rein. Hier Matrix. Hallo Detlef, das mit der Matrix bekomme ich gerade auch am eigenen Leibe mit. Obwohl ich im Job stehe und meine Kontendeckung besitzen, habe ich jetzt ein Verfahren mit einem Inkassounternehmer im Hintern. Und ich weiß noch nicht einmal warum. Voll daneben, das System ist immer enger. Ich denke, es geht bald los. Liebe Grüße. Ja, aber ein Inkassounternehmen ist niemand. Ist ja niemand. Ja? Also da würde ich mich nicht ins Boxhorn jagen lassen und solchen Leuten. Die kann man also mit einem ausgestreckten Arm verhungern lassen, ne? So bildlich gesehen natürlich, ne? Okay. Ja, was haben wir noch hier? Aber ich bin kein Rechtsberater, ne? Natürlich. Oder? Was haben wir noch hier? Da kam was, Detlef, wieso braucht man in einem FEMA-Camp oder Umerziehungslager, ich wollte sagen, einem Factory Outlet Center, solche Mengen von Munition? Verstehe ich nicht. Ja, warum wohl, ne? Weil sich das nicht alle gefallen lassen werden, in ein solches FEMA-Camp umgeleitet zu werden. Ne? Da müssen dann vielleicht umgebracht werden zunächst. Ne? Und die wehren sich. Ne? Weil die haben ja Munition und Waffen. Das haben wir ja alle hier nicht in Europa, zumindest nicht legal. Okay, ja, wunderbar. Hier nochmal ein Hinweis. Es wird dort übrigens hier immer auch eine Best of Detlef veröffentlicht, die man sich anhören kann, runterladen kann. Und zwar ist das auf der Webseite aufgewachter.wordpress.com. Da steht hier, ist seit heute Nacht 25 neue Best of Detlef in der Downloadbox verfügbar. Und wir reichen so alle nach und nach alle fehlende Sendungen dann natürlich noch nach und so weiter. Gell? Also klasse. Also wer da auch mal reinschauen will und kann sich auch was runterladen, was ihnen gefällt, was ihnen interessiert. Da sind so die Sachen zusammengeschnitten. Ja, schon aus meinen Sendungen, aber eben zu einem gewissen Thema oder so. Und das ist da auch ganz wunderbar sortiert. Gell? Jo, wunderbar. Also wie gesagt, ihr könnt mir hier während der ganzen Zeit auch noch eure Infos, Kommentare reinschicken. Wunderbar. Und zwar hier unter radio@wakeness.net. Ist doch logisch. Ne? Okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, also wie gesagt, es ist nicht einfach, hier mit diesen ganzen Dingen umzugehen, vor allem wenn man das erkannt hat endlich mal, worum es geht. Aber ich will mal so zwischendurch auch mal hineinstreuen ein paar News, Neuigkeiten, ja, internationale auch noch. Ihr kennt doch sicherlich den Julian Assange, ja, oder Julian Assange, ja, das ist der WikiLeaks. Ich weiß nicht, was hat er das gegründet? Auf jeden Fall war da mal irgendwie Chef, oder? Den haben sie dann gekascht, nachdem er da also alle möglichen solchen E-Mail-Verkehr da von den Militärs veröffentlicht hat und Politikern und dies und jenes und dann auch noch Videos gezeigt hat von den Ermordungsflügen dort dieser britischen und amerikanischen, was weiß ich, Einheiten da im Nahen Osten. Und das fanden die nicht gut, dass hier jemand das auch noch alles rausgibt, was hier geschehen ist, ne, und auch der Wahrheit entspricht, ne. Aber das, die Wahrheit, das ist gefährlich, das ist ein Verbrechen, die Wahrheit, oder? Und da hat dieser Julian Assange dann also irgendwie sich verstecken müssen und ist da irgendwo in anderen Ländern untergetaucht, zuletzt eben hier in Großbritannien, und dann wurden ihm da Vergewaltigungen untergeschoben und irgendwas, und dann, also es gibt ja Vergewaltigungen wahrscheinlich jeden Tag, ne? Wahrscheinlich mehrmals in der Stunde irgendwo, ja, was schlimm genug ist, ja, bitte. Aber dieser Fall eben von dieser einen Vergewaltigung, die dieser Mensch möglicherweise sogar gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber die wird also so benutzt, wie und aufgebauscht, wie es ja bei keinem anderen Vergewaltiger gemacht werden würde. Ne? Nur bei Julian Assange. Ne? Der soll jetzt auch nach Amerika ausgeliefert werden. Ja, und wird hier mit Strafanzeige gesucht und da und dü. Und was hat er gemacht? Der hat sich in die ecuadorianische Botschaft in London geflüchtet. Ne? Der war da irgendwie, und als er dann ausgeliefert werden sollte, hat er Wind davon bekommen, dann ist er schnell in eine Botschaft geflüchtet und wohnt seitdem dort. Ne? Macht da seine Sendung bei RT, Russia Today. Ne? Der hat da seinen eigenen Sendeblock. Also so ganz glücklich sind sie da, die Botschaftsfritzchen da vom Ecuador, auch nicht, ne? Dass er da ist. Aber er hofft eben da, das Asyl zu kriegen. Und ja, die Ecuadorianer haben sich da ein bisschen schwer getan bislang. Ne? Aber jetzt offenbar ist ihm das zugesprochen worden. Warum? Weil die Londoner Polizei gesagt hat, egal,
sie, ob das Botschaft ist oder anderer Staat oder irgendwas, die holen den Assange mit Gewalt da raus. Okay, wir wissen ja, die Briten, nicht das Volk, ja, nicht die Leutchen, nicht die Großbritannier, oder Engländer, es gibt ja ganz verschiedene Volksstämme dort oder Regionen, einzelne Länder, die dort ja eigentlich auch relativ selbstständig eigentlich sind und auch unterschiedlich sind, ne? Die Schotten sind anders als die Nordiren, ne, zum Beispiel. Wenn man also das Vereinigte Königreich anschaut. Aber in London jetzt das, die Regierung, ne, die, das denen völlig wurscht, ne? Also was, Bogotá, Ecuador, was ist denn Ecuador, ne? Oder so. Nach dem Motto haben die also angedroht, die wollen ihn damit Gewalt rausholen. Aus der Botschaft. Ne? Quasi auf, aus exterritorialem Gebiet. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Aus der BRD? Da gibt es auch Leute, die sagen, ich bin in der Selbstverwaltung. Damit habe ich die Verwaltungseinheit der Bundesrepublik Deutschland offiziell verlassen. Habe das auch international bekannt gemacht. Bin also nicht mehr unter deren Rechtsgefüge anzusiedeln. Ne? Im Prinzip auch exterritorial. Was wird mit denen gemacht? Und die werden auch überfallen. Ne? Oder hier so eine BRD-Mannschaft, die gibt den Auftrag hier den, ne, Deadlifter. Zack, nehmen wir's. Okay, also das gibt's hier in Großbritannien auch. Scheint so, dass das vielleicht von dort kommt. Ne? Ist das jetzt hier, aha, so funktioniert das? Also Ecuador, ne? Was ist das schon? Okay. Ja, also, wie gesagt, dieser Julian Assange ist ja auch eigentlich ursprünglich ein Australier, der also eh schon immer unter britischem Recht drangsaliert wurde. Ja, und die, wie gesagt, haben das angedroht und möglicherweise aufgrund dieses Drucks haben die Ecuadorianer dann gesagt, wie bitte, wo sind wir hier denn? Ne? Dem geben wir jetzt Asyl. Und dann haben die tatsächlich ihm Asyl angeboten. Hier steht das. Ecuador bietet oder gibt Assange Asyl. Ne, da habe ich hier die Original-Textlink, den gebe ich euch. Das lese ich auch nicht alles vor. Was ist die Antwort? Das kümmert uns nicht. Die Londoner Polizei. Ne? Das völlig wurscht. Der wird festgenommen. Also, das wird ja jetzt spannend, ne, was da jetzt rauskommt. Und wenn die das jetzt natürlich wirklich machen, dann ist ja, dann ist überhaupt nur noch Anarchie. Dann gibt es überhaupt nichts mehr. Ne? Da gibt es kein Völkerrecht, kein Menschenrecht, nichts mehr. Internationale Verträge, oh, was ist das? Dann lassen im Prinzip Rothschild und Co. Ich sag das jetzt mal ein bisschen vereinfacht. Natürlich steckt da nicht nur der Rothschild dahinter, ja. Aber ich sag das jetzt mal so, Rothschild und Co. lassen dann ihr Visier runter. Ne? Ist das richtig? Oder lüften den Schleier. Weiß ja auch nicht, wie die orientiert sind. Ne? Okay. Ja, und dann heißt es eigentlich ganz offiziell, hier ist nichts mehr, wie es vorher war. Alles das ist Schmu. Und ja, dann sind wir in der Situation, wie es hier auch schon mal geäußert wurde, dann sind wir eigentlich direkt im Krieg. Ne? Und zwar alle, jeder gegen jeden. Ne? Oder? Auf jeden Fall Regierung gegen die Völker. Das kann man sagen. Dims sowieso. Die sind ja immer hinter jedem Aufruhr, hinter jedem Aufruhr, hinter jedem Krieg, hinter jedem Terroranschlag, hinter jedem, was weiß ich, Finanz- und Wirtschaftsterror. Sie stecken immer dieselben. Ne? Das kannst du übrigens beim Silberpreis in der Klasse sehen. Weil sobald der nur irgendwie den Hauch macht, anzusteigen, ja, so. Silber ist ja vom Wert immer gleich. Es ist immer nur die Währung, die dann schlechter wird, gell? Dagegen, wenn es überhaupt eine Währung ist. Aber nehmen wir es mal an. Und wenn also da irgendwie diese künstliche Schuldgeldwährung in Bedrängnis gerät, dadurch, dass man Silber als relativ werthaltiges bezeichnen könnte, dann wird das runtergedrückt nach unten, damit das ja bitteschön nicht nachher als solches zu erkennen ist, ne? Dass Silber einen gewissen Wert hat und die Währung oder das Geld gar nichts. das wollt ihr nicht, dass das bekannt wird. Gell? Ja, also wie gesagt, das ist das nochmal interessant hier.
Ja, also wie gesagt, das sind, also ich kriege hier auch mal eine ganze Menge Informationen von euch, die, da habe ich auch noch nicht alles durchgelesen. Die soll, ich sage das schnell, sonst vergesse ich es wieder. Am Samstag, den 18.8. soll eine Veranstaltung sein von 14 bis 18 Uhr im Gasthaus zur Traube in der Lindenstraße 10 in 76571 Gaggenau -Michelbach. Ja. Das muss irgendwo Baden-Württemberg sein, ne? Oder? Und da geht es wohl irgendwie um Rechtsfragen in der BRD. Wer da also Interesse daran hat, soll jemand aus Berlin dort referieren. Aber mehr weiß ich nicht. Ich lese jetzt nicht, also da geht es um alle möglichen Fragen. Wer da Interesse hat, da hinzugehen. Ich habe das jetzt hiermit genannt. Gell? Kann es gern tun. Mehr Informationen habe ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wer das ist und so, aber es hatte mir jemand reingeschrieben und gut, dann nenne ich das ja auch ruhig mal. Warum denn nicht? Sich mit den Dingen auseinanderzusetzen und herauszufinden, was los ist, ist immer wichtig. Gell? Was haben wir noch? Es gibt natürlich noch mehr Informationen, die ich hier ja auch da mit euch gerne teile. Es wird also hier vorhergesehen, dass der kommende Winter, ja, ich meine, im Moment denkt ihr, was, Winter, hier ist bei uns ist so heiß und als ich jetzt, wann war das, vorgestern hier da, draußen war, habe ich gedacht, ich bin in der Wüste. Nicht, weil es draußen so aussah, das ist vielleicht auch, nee, von der Hitze her, das war eine richtige Backhitze, ja? Unglaublich heiß und am nächsten Tag, ja, fing das hier auch an, dann war es vorher immer noch warm, aber am Abend hier mit einmal innerhalb von wenigen Sekunden gab es hier einen Sturm, ja, in Basel, dass ich gedacht habe, der Weltuntergang startet. Ich habe schon gedacht, hoppla, wo ist mein Rucksack, ja, mal gucken, weil alle hatten natürlich ihre Fenster weit offen und Türen und was weiß ich und die wurden zugeknallt mit einem Schlag und das überall gleichzeitig. Und ich habe schon echt gedacht, jetzt hier, die Kinder hier, das war schon ein bisschen später am Abend, das war vielleicht so gegen 10, 22 Uhr, die fingen an zu schreien und zu, ja, zu weinen, weil die waren vielleicht gerade aufgewacht durch diesen Lärm. Und ey, das da habe ich gedacht, die Bäume, die haben sich hier gedreht und gewendet. Und da habe ich gedacht, hoppla, jetzt geht's los. Ne? Wir haben ja, ne, bitte, ihr wisst, ich habe dieses Thema immer im Auge, mit diesen Schilderungen, wie kündigt sich so ein Polsprung an? Und genau solche Phänomene sind das denn, dass mit einmal starker Wind aufkommt und so weiter. Ja, also man muss immer mal ein bisschen aufpassen. Nicht viel, keine Angst verbreiten. Nur Hinweise geben. Ihr könnt das gerne selber auch nachvollziehen und hier eben gefunden bei theextinctionprotocol.wordpress.com. Da gibt es hier die Meldung, es wird vorhergesehen, dass gerade für den Osten der USA also ein sehr früher und großer Schneefall vorhergesehen wird. Mit einem ziemlich harten Winter, ja, der da möglicherweise kommen könnte. Ist auch durchaus vorstellbar, ne? Weil die frühere Bauernregel war, wenn der Sommer besonders heiß war, wird der Winter besonders streng. Ja, weiß nicht, ob das stimmt, aber also da könnte noch einiges dann hier auf uns zukommen. Das finde ich immer, da gucke ich natürlich auch drauf, weil es ist ja auch wichtig, dass wir uns hier immer auch orientieren, was da so los ist, weil wir wissen, es gibt ein größeres Ganzes. Was man also hier auch nochmal sagen muss, ist, in der letzten Sendung hatte ich da auch Bezug drauf genommen, auf diese unidentifizierten Flugobjekte rund um die Sonne. Das ist ja so eklatant, ja. Und die kann übrigens jeder sich selber anschauen. Das muss man nicht nur auf einem Video tun. Ich tue diesen Videolink hier nochmal rein in die Sendung von heute, weil das wichtig ist, dass jeder da versucht, sich davon ein Bild zu machen. Man kann diesen Helio Viewer, so heißt er, sich selber runterladen auf seinen Rechner und kann dann quasi in Echtzeit, also in der Zeit, wo die da das aufnehmen, das ist ja ein offizielles Teleskop, was das aufzeichnet, was da auf der Sonne passiert. Und rund um die Sonne kann man das Stück für Stück sehen. Aber der Vorteil ist, dass solche Leute, die sich damit beschäftigen und Videos davon machen, das natürlich dann auch, wie soll ich sagen, zusammenfassen oder erläutern oder auch mal in langsam ablaufen lassen oder vergrößern. Ja? Also die beschäftigen sich halt dann auch schon in den Inhalten dann mehr. Aber jeder sollte das selber auch nochmal überprüfen für sich selbst, der da Interesse dran hat.
um das nachzuvollziehen, wovon ich rede. Und das ist, dass man einfach riesengroße Objekte dort sieht, die auch teilweise in die Sonne rein und aus der Sonne raus. Aber das sind eben nicht irgendwelche Körper, die da hineinfliegen, weil sie da eben irgendwo von außen von der Sonne angezogen werden. Nein, das sieht aus, als wenn das gesteuert, intelligent gesteuerte Bewegungen sind. Und dann kann man auch relativ schnell das voneinander unterscheiden, diese eben künstlichen Objekte in Anführungszeichen und die natürlichen, die Sterne, die auch hinter der Sonne natürlich auftauchen und sich bewegen. Die rasen aber nicht, sondern das geht ja in einem normalen Zyklus. Aber diese Dinge teilweise, die da herumfliegen, das sind so schnell, das ist einfach unglaublich. Und eine Größe haben die, eben planetare Größe, was unvorstellbar ist für uns. Und da so viel um die Sonne herum los ist, ja, und das seit eigentlich geraumer Zeit auch schon, so kommentiert da einer, verwundert ist dann nicht, dass offiziell hier von den Regierungen und teilweise auch von NASA oder so mal hier und da spekuliert wird, hoppla, vielleicht kriegen wir Besuch von Aliens. Ja. Weil möglicherweise sitzen die da genauso davor wie wir. Vielleicht haben die noch Möglichkeiten, die Dinge anders zu analysieren, als das hier dem normalen Hausgebäude möglich ist. Aber vielleicht sitzen die eben genauso davor und sagen sich, hoppla, da ist aber passiert was, ne? Müssen wir uns warm anziehen. Vielleicht kommen die hier runter und ja, man weiß ja nicht. Stehen die in irgendeinem Kontakt mit irgendwelchen Mächten, weil irgendwas Künstliches ist das? Also einen besseren Beweis für UFOs findest du nicht als dort. Ne? Nicht das UFO, was hier über dein Haus rüber wegfliegt, ist das Interessante, sondern das Interessante ist das, was da um die Sonne herum passiert. Weil wenn die in der Lage sind, und man sieht da auch teilweise so Objekte, die scheinen einen, die sind stationär, schon seit Wochen. Ja. Und das hat dieser Typ da eben gesagt, der das also regelmäßig beobachtet, der macht da also ständig seine Checks. Und diese Objekte sind teilweise eben wochenlang schon dort, stationär an einem Fleck und haben so eine Art Schutzschild, also der Sonne zugewendet, gebildet. So sieht das zumindest aus. Und wer natürlich zu sowas in der Lage ist, also irgendwie so ein Feld, ja, so ein Schutzfeld oder so, kann man sich das vorstellen. Wer zu sowas in der Lage sein kann, der kann ja alles. Ja? Also für den ist ja die Erde ein Witz. Ja? Und das Ding, was er hat, sowieso schon so groß ist wie die Erde beispielsweise. Ne? Aber ich wollte das eben einfach nochmal erwähnen, weil ich immer wieder fasziniert bin, wenn ich diese Bilder sehe und mir das auch vorstelle. Und eben in diese Kommentare von dem, der sagt, ja, die Regierungen sitzen da vielleicht genauso, haben eine Schieße in der Buchse, weil die denken, ja, das sind, die machen da vielleicht jetzt einen Krieg oder die kommen jetzt hier runter und machen was und dies und jenes und so. Und die wissen ja auch, dass sie Dreck am Stecken haben, ne? Oder? Man weiß natürlich nicht, was die wirklich in Absicht nehmen von solchen Wesen, ja, welche Art auch immer dann sein mag, ob die sich dann überhaupt um die Menschen hier kümmern oder nicht. Ja. Aber die werden auch gemerkt haben, dass es da eben Beobachtungsstationen gibt. Ja, also wir wissen es nicht. Das ist auch immer sehr schwer, da die Spekulationen kann man ewig weit treiben. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, es ist also unglaublich interessant und mir macht das einfach auch Spaß, mir das anzuschauen, weil ich das ja auch gerne erlebe, diese Zeit, in der wir stecken, auch wenn sie nicht einfach ist, weil ich mir das offenbar so ausgesucht habe, ne? Wie wir alle, ne? Sonst wären wir jetzt nicht am Leben. Müsst ihr alle die 100% Sanktionen mal selber persönlich kennenlernen, hier von der BRD, vom Jobcenter. Mal sehen, wie das ist, als Skelett, ne? Über euch zu bleiben. Hoffe nicht. Okay, also wie gesagt. Jedenfalls ist es ganz wichtig, dass wir, und das ist bestimmt auch eine Aufgabe, die wir haben, dass wir versuchen, hier auch solidarisch zu handeln, uns gegenseitig zu helfen, denn nur so können wir das meistern und das vielleicht auch tatsächlich die Aufgabe, die wir lösen müssen, eben einen Weg zu finden, wie wir uns vereinen können, auf friedliche Art und Weise eben diesen Schrecken an Chaos zu machen, sofern das möglich ist. Aber warum sollte es nicht möglich sein? Die Möglichkeiten haben wir als Menschen, darauf einzugehen, das ist keine Frage. Ne? Naja, so. Ach, das hätte ich fast überlesen. Ne? Hatte ich mir extra aufgeschrieben. Oder hier aufgeklappt, hier auf meinem Computer. Ne? Das war eine Information von Russia Today. Und zwar schreiben die da,
Ihr erinnert euch vielleicht, da jetzt sind wir so ein bisschen wieder Matrix, ne? Zurück hier auf der Erde, was hier so abläuft. Dass es so uns Abhörskandale gab, ne? Gerade in Großbritannien und so weiter, ne? Denn da wissen wir doch, da wurde alles abgehört, nicht? Alle Gespräche zwischen von Medien an die Regierung und ja, und ne, das wisst ihr, da haben wir doch alles gehört, was da so läuft oder gelaufen ist. Und jetzt haben sie rausgefunden, und das ist auch ganz normal, diese Aufzeichnungen, diese illegalen Aufzeichnungen, kann man zurückführen oder wurden zurückgeführt auf Verbindungen vom MI5, Scotland Yard und dem Weißen Haus. Washington. Ne? Ah, okay, hier sind wir. Also das ist wieder mal also eine konzertierte Aktion. Das ist nicht nur hier der Murdoch, ne? Der guckt sowieso immer ganz irritiert, dass man jetzt ihn da immer nach vorne schiebt. Ne? Das ist doch normale Praxis. Ne? So, wenn du dem sein Gesicht anschaust, da haben wir immer das Gefühl, da ist noch ein bisschen Gefühl drin. Ne? Bei vielen von diesen Illuminati und Krabs-Leutchen, da weiß man das ja nicht genau, aber bei dem Murdoch, das ist dieser Pressemogul, ne, für diejenigen, die das nicht wissen, der selber auch, glaube ich, der ist auch Australier, glaube ich, ne? Aber er hat eben, also sein Imperium gehört zur Clique eigentlich, ne? Aber der muss wohl irgendwas ausgefressen haben, weswegen man ihn da so ein bisschen vorführt. Aber deswegen guckte der immer so ein bisschen irritiert, so nach dem Motto, ja, wieso, das machen doch alle. Weil das ist System. Alles wird kontrolliert. Und ja, die Regierungen und deren ja, Institutionen, wie zum Beispiel eben die Polizei, ne, oder der Geheimdienst, ne, die sind eben dafür da, die Bürger auszuspielen hier, ne, um schnell zu sehen, oh, wie weit sind sie schon? Sind sie uns schon auf die Schliche gekommen? Wann geht's los? Wann gehen sie uns an den Kragen? Wann werden uns die Schlipse enger gezogen? Ja, das ist ein bisschen, ne? Wie diese Krawatten zustande gekommen sind, oder? Habe ich das schon mal irgendwann erzählt? Ich glaube schon, ne? Also, dann tue ich es nochmal. Für diejenigen, die vielleicht das noch zum ersten Mal hören hier. Die Krawatten, ne? Da fragt man sich doch, wie ist das Ding denn nicht zustande gekommen? Da gibt es ja eine offizielle Erklärung. Das hat man gemacht, weil man wollte die Knopfleiste, also die meisten haben wir dann so ein Hemd an dazu, ne? Man wollte die Knöpfe damit verdecken, damit man die Knöpfe nicht sieht. Und dafür gibt es die Krawatte. Ne? In verschiedenen Farben. Natürlich. In Formen, in Breiten und Längen. Aber es gibt auch noch eine andere Erklärung dafür, ne? Dass das nämlich das Symbol ist für die, die eingeweiht sind, ne, in die Verbrechen, und dass das quasi der Strick ist, den sie schon mit sich mitschleppen. Ne, wissen, ich werde eh bald baumeln. Ne? Das ist die andere Erklärung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr mir reinsenden, wie ihr wollt. Ja, unter radio@wakeness.net freue ich mich. Gell? So. Tja. Was haben wir noch hier? Also, wie gesagt, die Überwachung ist weltweit immer gleich. Ne? Das ist derselbe Verein. Und da wird immer nur irgendjemand dann, eben angeschuldigt, der wäre schuld und so. Aber das ist eigentlich allgemeine Praxis. Und darüber, dass dann diskutiert, wir müssen überall alles überwachen. Das ist ja nur das Aussprechen von den Dingen, die sowieso schon geschehen. Ne? Wie zum Beispiel der ESM. Ja, um dann nochmal zurückzukommen, der ESM wird schon umgesetzt. Das machen sie eh schon. Ja, bräuchten natürlich idealerweise noch irgendwo eine Unterschrift von irgendwem oder dieses Gesetz. Ne? Ja. Aber es wird eh schon gemacht. Ne? Ist keine Frage. Ja, und hier, was haben wir? Jetzt gibt es schon wieder falsche Flagge-Attentate in Pakistan. Ne? Bewaffnete greifen Militärstützpunkt in Pakistan an. Ne? Ist ja logisch. Pakistan wissen wir ja eh, das ist auch ein Alliierter eben dieser Truppe hier, ne? Und die spielen da auch zum gewissen Teil immer mit. Und übrigens Indien gehört auch dazu, ne? Alles frühere englische Protektorate, ne? Also die Engländer sind da überall ja schon drin gewesen und haben da ihre Strukturen drin, ne? Auch in China, ne? Übrigens. Okay. Ja, dann hier. Och,
Griechenland insolvent, es werden nur noch die Gehälter der Beamten gezahlt und ein paar Renten. Ne? Mehr zahlen sie schon immer. Warum auch? Tja, ist das, ne? Und hier dann wird ganz offen dargestellt, ja, hier Angriff auf den Iran. Ne? US-Blogger enthüllt angeblichen Kriegsplan Israels. Ne? Das ging aber darum. Und da wird dann gezeigt, wie die arme israelische Bevölkerung ja auch an der Nase herumgeführt wird, denn die meisten sind genauso wie die anderen, in die in der Matrix leben, überhaupt nicht, denen ist ja gar nicht klar, um was es geht. Die sind eingeimpft mit dieser Propaganda, die wollen uns alle hier umlegen und wir müssen uns verteidigen und Angriff ist die beste Verteidigung, wir müssen sie alle vernichten. Obwohl das ja gar nicht wirklich der Fall ist, ja. Aber die werden in dieser Angst gehalten und die machen da ständige Gasmaskenalarm und die Kinder werden, ich weiß das noch aus meiner Jugend, da haben die das auch gemacht. Das war so in der Kalten Kriegsphase und so. Und da musste man dann immer irgendwie so einen Bombenangriff, Atomangriff üben. Und da mussten wir alle unter unsere Schulbänke. Ja? Früher hatten wir noch so das Holz, war das. Ne? Oh Mann, ey. Und wir als Kinder haben dann auch wirklich gedacht, jetzt könnte was passieren. Ne? Und ebenso werden die Leute in der Angst gehalten, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, dass das Leben auch anders sein könnte. Ne? Bloß nicht. Immer schön beschäftigen mit allem Terror, mit Krieg, mit Katastrophen und Finanzterror und ja, was nur alles irgendwie geht. Schuldgeld, ne? Bloß, dass keiner irgendwas hat, sondern alle nur noch Schulden haben. Ist doch logisch, ne? Okay. Ja, und dann, wie gesagt, hier, also alles Matrix-Medien, also was da so an Informationen kommt, das ist einfach eine absolute Katastrophe. Und wenn man das einfach durchliest, dann stellen sich schon die Nackenhaare auf, weil wir genau wissen, was das Ziel und der Sinn und Zweck dieser Geschichte ist. Ne? Oh Mann. Da haben sie irgendwie so ein Theater gemacht um diese Facebook-Aktien. Ne? Ich weiß nicht, wer bei euch beim Facebook ist oder wer hat die mal eine Aktie gekauft von Facebook? Ja? Der kann mir das schreiben. Okay. Weil er hätte ein bisschen warten müssen. Ne? Die Preise fallen ja. Ich weiß nicht, sind die überhaupt noch was wert? Das war ja hier mit der Telekom auch so. Ne? Die waren mal in Staatsbesitz, ne? Und haben privatisiert und für einen Apfel und ein Ei irgendjemand verkauft worden. Ne? Nachdem man das runtergewirtschaftet hat. Okay, also mehrfach dran verdient. Das ist immer wichtig, dass man die Leute also auf allen Ebenen abzocken kann. Hier steht was, die Zeitung hat hier geschrieben, das Steuerabkommen mit der Schweiz stehe vor dem Aus. Ja. Okay, ich hoffe ja. Weil die müssen ja auch mal langsam ein bisschen mitkriegen, wie das hier abläuft, ne? Dass das alles Schmu ist. Ne? Aber die stecken leider wahrscheinlich so auf oberster Ebene mit, meistens irgendwie immer mit unter einer Decke, ne? Nehme ich mal an. Oder ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier noch jeder dritte EZB-Euro. Jetzt mal, Moment mal. Die EZB, das ist die Europäische Zentralbank, die hat ja gar keine Euro. oder wenn, dann schafft sie die aus dem Nichts. Ne? Und andere müssen dann dafür bezahlen. Oder was hinterlegen. Aber jedenfalls, jeder dritte EZB-Euro, den die da so am Computer reinschauen, fließt nach Spanien. Hm? Okay. Ja, wunderbar. Also, da wissen wir Bescheid. Dann Fachkräftemangel, Akademiker flüchten aus Österreich. Also, wohin wollt ihr denn flüchten aus Österreich? In Österreich habt ihr wenigstens schöne hohe Berge. Da ist doch wenigstens das Leben noch angenehm. Also außerhalb von Wien. Denke ich doch, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Ja? Wo wollt ihr vor allen Dingen hin? Das ist überall das Gleiche. Die NWO ist überall. Da kannst du denen nicht entfliehen. Und wenn du zum Beispiel jetzt nach Indonesien entfliehst oder Singapur oder irgendwo in die Ecke da und da irgendwo so eine schöne Insel, ja gut, das geht vielleicht kurzfristig, bis das dann nachher da überschwemmt wird. Ne? Das ist ja, geht ja sowieso schon da. Über Indonesien sinkt. Ja, die Küstenregionen, die sind alles schon überschwemmt und teilweise sind die Städte, die haben gedacht, das fließt wieder ab, ne? Das bleibt jetzt da. Das ist Venedig, die tapfen da überall schon durch das bestehende Venedig, wenn es Hochwasser hat. Ne? Also, ja,
Man muss wirklich überlegen, was man tut, aber ich denke, es wird eben wirklich eine Kombination von doch einigen Problemen geben. Da muss man sich immer auch überlegen, in welche Lage man kommen kann, überall. Und einen Punkt gebe ich auch noch zu bedenken, wenn man natürlich irgendwohin flieht, wenn man irgendwohin will, um irgendeiner bestehenden Krise in irgendeinem Land zu entfliehen, egal ob politisch oder wirtschaftlich motiviert ist, muss man immer dran denken, wenn du in ein fremdes Land gehst, ja, egal, so jetzt, ja, Deutschland, Österreich, Deutschland, Schweiz, okay, also Grenzgebiete, könnte man sagen, ist vielleicht nicht so tragisch, aber wenn du jetzt zum Beispiel hingehst nach Afrika oder so, ne, und du bist dann so einer der wenigen Weißhäutigen, ja, dann kann es durchaus sein, dass das nachher erkannt wird, dass du weißhäutig bist, wenn es dann dort auch eine Krise gibt. Ne? Dann sagen die, was macht der denn da? Was hat der eine schöne Rolex um? Wenn wir die Hand mal gleich abnehmen. Ne? Also da bist du vielleicht eben dann auch nicht mehr so integriert. Ne? Da gibt es eben diese Integrationsmaßnahmen nicht in Afrika, ne? Für die Weißhäutigen vielleicht. Ne? Weiß nicht, ob das so ist dann oder sein wird. Also es hat auch mal gewisse Risiken, nicht? Dieses Auswandern, dieses Flüchten aus einer Region, vor allem wenn man es ganz alleine macht. Ne? Aber gerade wenn man eine Familie hat, ist es noch schwieriger, weil du bist ja nicht immer da, nicht? Als Mann oder so beispielsweise. Also da gebe ich immer so ein paar Punkte auch mit zu bedenken und man kennt sich dann eben auch in dieser Region dann nicht so optimal aus, man hat nicht dieselbe Kultur, nicht dieselbe Sprache und wie gesagt, das hat also auch eine ganze Menge Pros und Cons. Ne? Also auch ja, wollte es nur noch mal so erwähnen. Kerosinmangel. Drei Notlandungen bei Ryanair. Ne? Ryanair ist so einer von diesen Billigfliegern. Ne? Die werden ja auch von einigen Leuten der Sachen beschuldigt, ja? Dass sie möglicherweise ja, auch so eben Trails aussenden. Dass sie deswegen so billig sind, vom Preis her, okay, Qualität ist natürlich ganz unten, gibt kein Essen und all diese Geschichten, ja, okay. Aber dass die eben auch deshalb so günstige Tarife bieten können, weil die hinten eben was aussprühen, ne, im Dienste irgendeiner ja, Stelle. Ne, des Regierungs oder irgendwo zahlt jemand was dafür. Ne? Und darum geht. Ja, dass sie deswegen so günstig fliegen können. Und ja, einer hat gesagt, wir fliegen in jedem Fall. Ich glaube, das war hier eh rein. Aber jetzt haben sie Kerosinmangel, jetzt können sie gar nicht mehr, haben sie gar nicht genug getankt. Ne? Die tanken vielleicht auch nur noch wenig oder wie auch immer. Jedenfalls, da würde ich jetzt, ja, wir hatten ja das Thema so ein bisschen, ne? Die Sklaven kehren zurück aus den Ferien. Vielleicht sollte man sich das bei Ryanair dann auch nochmal überlegen oder bei Ähnlichem, ne, ob das dann sinnvoll ist, ne, solche zu nutzen. Aber ich meine, die Problematik, ich weiß es, komm. Die Problematik ist, dass diejenigen, von denen wir hier sprechen, nicht unbedingt jetzt diese Sendung hören, ne, oder nicht zuhören, ne, unbedingt, aber vielleicht der eine oder andere später, ne, nach diesen Ferien auch mal da reinhört und sagt, hoppla, ja, das habe ich auch so erlebt. Ach, so meint er das? Naja. Schauen wir mal. Ne? Ach ja, jetzt haben sie hier einen von München. München haben sie auserkoren, der soll jetzt Polizeichef bei BKA werden. Ne? BKA, Bundeskriminalamt. Das BRD, keine offizielle Institution mehr. Ne? Seit dem Urteil des BRD, Bundesverfassungsgerichtshof. Ja, in Karlsruhe. Seit dem 25.07., ne? Weil irgendwie sollten die auch mal irgendwie nachweisen, ne? Dass sie offiziell irgendwie für irgendwas zuständig sind, oder? Kann man ja mal hinschreiben. Schauen wir mal, ja? Eurozone steht da noch hier, Mensch, 15% mehr Goldbarren und Goldmünzen verkauft, ne? Nur? Das wundert mich. Also 50%, das hätte ich jetzt eher verstanden. Ne? Also viele Leute sind einfach auch da noch nicht. Ich habe auch irgendwo jetzt gelesen, jetzt wird ja viel in Aktien investiert. Wertloses Papier. Okay, na gut. Ja, ja, gut. Fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Ne?
Und dann noch hier, ach, der Krieg geht ja schon los. Im Nahen Osten hat er schon begonnen. Die Kurden starten Großoffensive in Syrien und in der Türkei. Okay, das steht hier bei Welt Online. Ne? Springer. Ne? Das ist stimmt. Aber da steht hier, die Türkei stellt sich als Großmacht dar, aber der Syrien-Konflikt enthüllt ihre Ohnmacht. In Syrien kontrollieren die Kurden bereits ein Gebiet, in der Türkei startet die PKK eine massive Offensive. Also Chaos total. Jetzt kommen auch die internen Gruppen alle nach vorne und versuchen hier die Leutchen da von der Regierung da auch noch ein bisschen ne, zu beseitigen vielleicht. Wer weiß, was da alles noch so draus wird. Das ist jedenfalls alles, das kann auch in ein komplettes Chaos führen. Ja, das wollen sie ja. Sie wollen ja eine Ordnung schaffen aus dem Chaos. Das geht nur, wenn komplett alles am Boden zerstört ist. Die NWO, ne? Also die, die hinter allem stecken, die wollen Chaos, damit sie ihre neue Weltordnungsdiktatur allen überstülpen können. Und wir danach sogar noch lechzen beten, da drücke mich, schlage mich, prügele mich, aber ja, bring mir wieder Ordnung und Kontrolle. Schauen wir mal, wie das so wird. Oh yeah. Naja, also da geht's also mächtig her. Ja, also das mehr kann ich auch noch nicht sagen. Also wir wissen ja auch nicht, ob das alles so stimmt, ne, was wir von da kriegen, von den Matrix-Medien, ne? Und jetzt wurde sogar schon eine Stimme laut, das muss man ja auch sehen, Mensch, hier aufgrund dieser Dürre, das ist ja überall unglaublich heiß und vor allem in Amerika und auch in Russland, die ja so riesige Anbauflächen haben, die eigentlich auch die ganze Welt mit ernähren, ja, oder auch hier, ja, andere Regionen, die sind von einer Dürre überzogen worden, die sicherlich nicht so ganz einfach so auf natürlichem Wege entstanden sein. Muss, ne? Das war's mal vorsichtig. Und so wie drei Swat-Teams hier. Ne? Auch noch eins aus Russland oder so. Naja, schauen wir. Jedenfalls hier ist diese Dürre, hat dazu geführt, dass die Ernten sicherlich, vor allem fürs nächste, fürs kommende Jahr, dann nicht ausreichen, um eben die Bevölkerung, auch den Export natürlich, durchzuführen oder diese Leutchen alle zu ernähren, die darauf angewiesen sind. Und da kamen jetzt sogar schon Stimmen hier sogar von dem Nibel. Ach, die kennt ihr nicht? Gut, das ist ein BRD Typ. Ja, das ist der ist so fürs Ausland, so für die dritte Welt zuständig. Ne? So Entwicklungsminister. Ne? Der hat gesagt, wir müssen jetzt aufhören hier mit Feldern, die anzubauen für Spriterzeugung. Das sollte wieder dem ursprünglichen gedachten Grund zugeführt werden, nämlich der Nahrungsmittelproduktion. Also E10 ist mehr als tot. Ne? Das stand hier auch. Esso hat ein, also Esso, ne, ist ein Rockefeller-gehöriger Ölkonzern, Exxon. Also. Esso hat ein großes Problem mit E10. E10 ist dieses Kürzel eben für diesen Bio-Spröt, der jetzt hier natürlich propagiert wurde, wo sie auch nicht uns hier die Nahrungsmittel in den Tank packen, ne, sozusagen. Ja, und eben wie gesagt, jetzt fangen sogar schon die Matrix-Leute an, darüber zu sprechen. Aber das ist natürlich ein netter Versuch, ne? Aber das macht natürlich keiner. Okay, denn mit Nahrungsmitteln kann man ja kein Geld verdienen. Ne? Deswegen. Das ist also der Anbauer, nicht der Bauer, der das dann so, das fällt. Weil da gibt's dann dafür was und dürfe, und wenn das für Sprit genommen wird, dann gibt's noch extra und dann CO2-Prämie und dürfe. Okay, so setze, und für Nahrungsmittel, oh, da verdient doch nichts dran, ne? Zumindest am Anfang nicht, ne? Mal schauen, wie das so wird. Schauen wir mal, ne? Und hier Polizei erwartet eine neue Eskalation der Gewalt. In Griechenland. Aber doch nicht nur da, oder? Ah, ja. Also, tja, ich weiß auch nicht. Mann, oh Mann. Hier schreibt man, hi Detlef, Wertpapier gleich Papierwert. Ja, irgendwie ist alles immer umgedreht. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist Orwellsche Neusprech. Ne? Krieg ist Frieden. Ne? So zum Beispiel vom Obama. Den haben sie ja da, oh, da habe ich wieder einen neuen Artikel gefunden. Ich hatte das in letzter Sendung schon mal gesagt, dass der ja, da hatte ich das so rausgebracht, ne, dass wir
da die Information haben, dass der schon mal vor der Michelle verheiratet war. Michelle ist jetzt seine jetzige Ehefrau, ne? First Lady in USA. Da war er vorher schon verheiratet. Und was soll er herausgefunden haben? Mit einem Mann, einem Pakistani. Habe ich jetzt heute noch so einen Artikel gelesen, wenn ich ihn nicht irgendwie verklappt habe, dann tue ich den auch nochmal in die Anlage, ist natürlich auf Englisch, aber so kurz zusammengefasst, er hat ja als Student, da war er 19, mit jemandem zusammengelebt, einem Pakistani, und hat auch andere Männer da um sich her, in einem solchen Studentenwohnheim, und da fuhren sie immer mit schicken Limousinen rauf und runter, und der Typ war Pakistani und schwamm in Geld oder wie auch immer. War ein paar Jährchen älter als er, ne? Und da hat er immer seinen goldenen Ring. Ich weiß nicht, wenn man verheiratet ist, trägt man rechts oder links? Ich weiß gar nicht mehr. Genau. Jedenfalls da, wo man ihn drauf tut, wenn man verheiratet ist, im Amerikanischen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da auch noch Unterschiede gibt. Jedenfalls hat er da immer den Ring getragen, ne? Und das ist alles dokumentiert, Leute kommen raus, Zeugen, und das, oh, das ist doch ein Ding. Da kommen noch Sachen raus, mein lieber Freund. Also, das wird noch interessant. Wie gesagt, es ist, lohnt sich immer wieder auch mal beim Detlef reinzuschauen, ne? Denn der bringt auch immer mal so ein paar ins interessante Themen. Ne? Ist ja nichts, was ich mir selber einfallen lasse. Also ich nehme es aus dem, wie ich es sehe, ne? Einfach heraus. Kann jeder von uns. Ne? Kann jeder machen. Und ja, also, was haben wir hier noch? ja, das ist, also ich weiß nicht, dass die Leute, also irgendwie, Spanien will mit Geld aus Bankenrettung Staatsanleihen kaufen. Das ist, kaufen sie rein in Staatsanleihen. Oder noch vielleicht die von anderen Ländern, kriegen es von der EZB, ne? Jede dritte, ne? Euro kommt da hin, ne? Und dann gut, kaufen sie damit schnell noch ihre eigene Staatsanleihen oder was als irgendwo. Ja, wenn jetzt einer noch den Durchblick hat, bitte melden und mir erklären. Ich hätte auch gerne immer mal häufiger jemanden da, der mir dann alles erklärt, wie es läuft und so, ne? Oder? Schauen wir mal. Ja, jedenfalls ist es klasse, dass ihr hier mir so wunderbar zugehört habt, ihr heute schon wieder, Mensch. Und wie gesagt, nächste Sendung ist auf jeden Fall mal nächste Woche, ne? Wenn alles klappt, wenn die Welt noch steht. Wissen wir ja nicht. Ich habe ja gesagt, hoppla, aufpassen. Vom 17. August bis 26. September soll es möglicherweise hier Einflüsse auf die Erde geben können. Ob das natürlich hier bei uns in der Region ist oder woanders, weiß ich nicht. Werde euch da gerne mit weiter informieren. Aber wie gesagt, ja, bin selber gespannt. Ich weiß es ja nicht. Ne? Ich bin genauso erwartend wie ihr auch oder genauso enttäuscht, naja, wenn nichts passiert, oder genauso überrascht, freudig, wenn nichts passiert. Wie auch immer. Denn trotzdem geht das Leben weiter. Wir müssen jeden Tag kämpfen und tun und machen, damit wir die Freiheit zurückgewinnen können, die uns von der Natur, von unserem Schöpfer eigentlich gedacht worden ist, die man uns weggenommen hat. Schon vor langer Zeit. Die müssen wir uns wieder erkämpfen, aber friedlich, natürlich, das geht auch. Und wie das geht, hört ihr bei mir häufig. Ich kann natürlich auch nicht alles sagen, ich weiß auch nicht, für jeden Punkt eine Antwort oder die Lösung, das ist doch klar. Aber wenn wir zusammen zumindest mal diese Sachen erörtern, ist das doch schon mal eine tolle Sache. Und das ist wichtig, wir dürfen uns auch nicht die Meinungs- und und Denkfreiheit nehmen lassen. Das wollen sie gerne, und schon gar nicht die Pressefreiheit, weil dazu sind diese Dinge da, dass sie auch genutzt werden. Also wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuhören, und ich spiele gleich nochmal die Wiederholung ein. Wir sind jetzt am Ende dieser Sendung, spätestens nächste Woche Dienstag. Aber wenn irgendwas Besonderes sein sollte, kann es sein, dass ich dann auch mal zwischendurch durchaus sende. Mal reinschauen auf mywakeness.wordpress.com. Da würde ich dann so etwas bekannt geben oder schnell ein Video machen dazu. Also immer mal wieder reinhören, wenn irgendwas Bahnbrechendes passieren sollte. So, wir hören jetzt hier ausgangs nochmal eine Musik, nämlich Unsteady von Dragon Perfect Steel. Und dann auch zwischen den Einspielen der Wiederholung noch von Rotation, Someone Else's Life. Ich danke fürs Zuhören, und wir hören voneinander. Versuch bald mal ein Video zu der heutigen Sendung dann hochzuspielen. So, Detlef von Wake News Radio. This is Wake News Radio with Detlef on YouTube.
UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
Martin.